Und dann möchte ich euch doch herzlich begrüßen, liebe Teilnehmer, zum heutigen JFD Live Event zur US-Notenbank-Sitzung der Fed. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr so zahlreich erscheint. Wir sind wieder gut dreistellig unterwegs und wir sehen, in den letzten Minuten sind auch die Anmeldezahlen krass hochgeschnellt und jetzt füllt sich der Raum auch noch und nöcher. Sozusagen im Sekundentakt kommen die Leute rein. Ihr seid also sozusagen pünktlich, denn natürlich heute wieder wir für euch am Start. Mit wir, wen meine ich da? Natürlich uns als Team und hierbei speziell, jetzt kommt wieder der kleine Aufhänger hier, der Teaser, der Appetizer nach dem Motto Christian Kämmerer meinerseits und Andreas Bernstein, freue ich mich, Berniger 1977 mit seiner Kompetenz im Rahmen des Intraday-Trading, Scalp-Tradings, fundamentaler Verhältnisse und dergleichen hier zu Gast zu wissen. Ich frage mal gleich durch, Andreas, ob dein Mic auch läuft und insofern Grüße in den Norden. Mic check, check, Mic check, check, okay. Da kommen die 90er durch, mein Guter, da kommen die 90er durch, ne? Der Mikrofon-Checker sozusagen. Aber es funktioniert, du bist gut zu hören. Erstmal schön auch, dass du da bist, dass du dir natürlich die Zeit nimmst, auch hier am Abend natürlich bereit zu stehen und mal ein Stück weit die Märkte zu analysieren. Ich habe auch wieder Miss Piggy oder Mr. Piggy hier unten mitgebracht, ne? Dollar Pump sozusagen. Da können wir uns natürlich dann jetzt auch noch ein Stück weit austauschen. Und wie gesagt, 20 Uhr ist ja sozusagen der Zinsentscheid selbst, wo eigentlich, nachdem, ich füge noch gleich das Bild von eben auf, ja nicht wirklich Neues zu erwarten ist nach den Maßnahmen vom März. Dennoch würde mich natürlich interessieren, Andreas, wie stehst du natürlich? Und da gehen wir wahrscheinlich in den nächsten Minuten, Schrägstrich, in einer guten Stunde drauf ein. Rahmen der V-Umkehr, die wir jetzt dann doch gesehen haben. Da können wir, wie gesagt, schön in den Dialog gehen, weil ich weiß, dass du mit Markus im Trading Room natürlich dich täglich austauscht, aber der ein oder andere Teilnehmer von heute wird das eben auch nicht wissen und da wär mir natürlich auch wichtig, mal deine Meinung dazu so ein bisschen abzufragen. Vielleicht hast du ja auch was vorbereitet in der Richtung. Ja, ich habe durchaus was vorbereitet und habe mich schwer getan, wirklich heute zum Fed-Event anwesend zu sein, weil erstens ist natürlich keine Erwartungshaltung da, also es Korrekt. wird keine Zinsänderung erwartet. Und zweitens, auf Kabel 1 läuft die Glücksritter und das ist ja dieser Film von 83, Eddie Murphy, wo Ja. man nicht weiß, war der Film die Vorlage für das Turtle Trader Experiment oder war das Skript für Turtle Trader Experiment das Drehbuch für den Film? Also da tun sich die Legenden noch so ein bisschen in Schlagabtausch gehen. Wir können vielleicht nachher, wenn zwischen 20 und 20:30 Uhr ein bisschen Luft ist, darauf eingehen. Denn das ist wirklich nicht nur eine Komödie, das hat wirklich einen Trading-Hintergrund und der ist sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, wenn es extrem langweilig wird zum Fed-Event, dann switchen wir einfach auf Kabel 1 rüber, würde ich vorschlagen. Super cool, Andreas. Also das muss ich ehrlich sagen, Kabel 1, wow, hatte ich jetzt so gar nicht auf der Pfanne, dass der da heute läuft, aber sicherlich ein absoluter, ich meine, Eddie Murphy, eh der Knaller, aber ein absoluter Traum an der Stelle. Und dann wollen wir mal sehen, ob wir hier Ableitungen finden können. Also ich kann mich sehr gut, ich glaube, ich habe ihn dreimal mittlerweile gesehen in meinen jungen Jahren. Nichtsdestotrotz ist das natürlich ein Thema, was natürlich auch zeitlos ist, Spekulation und eben Hintergründe und dergleichen. Und deswegen lasst uns gleich mal kurz hier im Rahmen der Regulatorien auf den Risk-Disclaimer switchen. Ihr wisst das natürlich, gerade Andreas ist natürlich hier auch mit dem Finger am Abzug, soll heißen, hier können Live-Trades erfolgen, Trading-Ideen abgespult werden. Wer das nachhandeln will, tut das auf eigenem Risiko. Das sind hier sozusagen einfach auch ja, Marketing-Darstellungen beziehungsweise keine Anlageempfehlung, sondern vielmehr eben dem, was der Andreas sozusagen lebt und ausstrahlt, und da dürfen wir zuschauen, aber es sind eben keine konkreten Handelsaufforderungen. Das ist ganz wichtig zu wissen, liebe Leute. Deswegen zur Kenntnis nehmen, eh klar, und jeder handelt nach eigenem Risiko. Gerade eben am Devisenmarkt, Schrägstrich im OTC-Geschäft, CFDs, Index Trading, habt ihr auch noch einen Hebel dabei, und der geht nicht nur in eine Richtung. Deswegen hier immer Obacht geben und Money und Risk Management im Auge halten. Gut, Andreas, wie gesagt, in knapp 6 Minuten geht's los. Ich meine, du bist ja wie gesagt eh der Protagonist, auch wenn ich natürlich sage, dass wir hier als Team auftreten, freue ich mich sicher wieder auf das, was du vorbereitet hast. Denn neben dem, wenn der Markt Action bietet, dann vielleicht 20 Uhr oder 20:30 Uhr speziell zur Pressekonferenz, hast du uns sicherlich da einiges mitgebracht. Und hier eben auch noch mal kurz, liebe Leute, der Leitzins Chart sozusagen seit dem Millennium bis jetzt hier, ja, 20 Jahre sind vergangen seither, und wir sehen, wohin die generelle Zinstendenz natürlich sich entwickelt hat, und wir sehen hier die Fed-Maßnahme vom März, und na gut, was die EZB macht seit 2016, das ist uns allen bewusst, und man darf eben auch hier, na klar, nicht vergessen, die V-Erholung, die wir hier sehen an den Indexmärkten, so zumindest auch meine Einschätzung, ist natürlich auch begründet durch die massiven Maßnahmen der Notenbanken eben in EU,
wie auch im US-amerikanischen Raum, aber auch weltweit, auch Australien hat hier nicht locker gelassen, da ordentlich reinzupumpen. China tut ohnehin ihresgleichen. Und China war Corona-Start. Dort werden in Anführungszeichen auch schon wieder Situationen erreicht wie vor Corona, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wer den China-Zahlen traut, oder auch die für wahre Münze hält, das sei jetzt mal dahingestellt, weil das war es mal eh am Ende des Tages nicht. Aber es wurde auf jeden Fall hier viel gefeuert und letztlich der historische Crash, den wir ja sahen mit Vergleichen zu 1929, im Prinzip auch in einer Rekordzeit wieder reversiert. Und hast du denn damit gerechnet, Andreas, dass das in der Art passiert? Auf den Punkt. Also ich habe schon vorab gesagt, dass am 10. Juni neues Allzeithoch beim Nasdaq über 10.000. Nein, also ich habe nicht damit gerechnet und ich muss ganz offen auch gestehen, dass ich natürlich in meinem privaten Umfeld auch häufiger die Fragen bekommen habe, gerade in meiner Altersgruppe, wo doch die meisten Kinder haben, kam immer wieder die Frage, Mensch, so als Altersvorsorge für die Kinder ETF-Sparplan Einzelaktien kaufen, was empfiehlst du denn? Bei Wann mir kann auch. man denn reingehen? Und da hatte ich Anfang des Jahres gesagt, definitiv jetzt nicht. Da kommt nochmal eine Korrektur. Wir sind so stark über Jahre in einem Bullenmarkt nach oben Absolut. gelaufen. Und dann ist es von 13.795 abgebrochen. Und als wir unter 10.000 waren, kamen dann die ersten WhatsApp-Nachrichten von den Freunden mit Kindern. Kann man jetzt kaufen? Und ich so, nein, es ist noch nicht absehbar, wie weit geht die Corona-Pandemie? Wie wirkt sich das auf Unternehmen aus? Und ja, den Tiefpunkt hat man einfach dann nicht erwischt. Mit einem Teil sind ein paar Kollegen und Freunde natürlich eingestiegen, sukzessive in solche Werte, wo man auch schon während der Corona-Krise sagen konnte, da ist kein Schaden zu erwarten in der Bilanz. Also da sei mal erinnert an eine Netflix, an eine Amazon natürlich, die ihr Online-Dienst, Geschäft, klar. Online-Dienste, auch eine Zoom, auch da hat ja auch ein Kollege von mir oder Freund, man sagt ja auch in den neuen Bundesländern Kollegen zu Freund, also kein Finanzkollege, sondern ein Freund von mir, der hat doch tatsächlich die falsche Zoom-Aktie gekauft, aber hat Plus gemacht. Es gab nämlich noch eine andere Zoom, die haben irgendwas, was die Wahnsinn. hießen Zoom irgendwas und die machen ganz andere Sachen, die haben gar nichts mit Videokonferenzen zu tun. Trotzdem Gewinn gemacht, Dusel gehabt, die dümmsten Bauern haben die größten Kartoffeln, aber diese V-Erholung hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt und ich traue dieser V-Erholung auch nicht, dass sie sich da oben hält, kann ich auch ganz offen sagen. Super Einschätzung. Also ich bin auch, na gut, wir sind schon lange an den Märkten, wobei du schon gescalpt hast, Andreas, wo ich das Wort noch nicht mal kannte, muss ich zugeben. Erwähne ich auch immer wieder gern. Wie gesagt, du bist da echt ein alter Hase, hast da wirklich auch schon in den 90ern da aggressiv gehandelt. Da habe ich dann so auch die Tuchfühlung zu den Aktienmärkten bekommen. Und wir haben schon einige Hoch- und Tiefphasen erlebt, aber die längste Hoss seit dem, wo man sozusagen auch Hochbewegung aufzeichnet im Rahmen der Steilheit und der generellen Bewegungsintensität, inklusive der Korrekturphasen, die jetzt eben auch überraschenderweise schnell mit einem V-Reversal umgekehrt wurden, ist es dennoch so, dass die Überbewertung an den Märkten natürlich auch gerade aufgrund des starken Rebounds jetzt nicht wirklich abgenommen hat oder sich, sage ich mal, wieder zu einem relativen Niveau angenähert hat. Klarerweise hat sich auch mal mehr jetzt natürlich gezeigt, dass online, und davon haben sie ja alle profitiert, die Online-Dienste, schau, der Apple hat jetzt neues Allzeithoch. Ich glaube auch jetzt mittlerweile 80% gemacht in einem Jahr oder mehr. Also ich meine, das sind ja alles Zahlen, die schon sehr ungewöhnlich sind, aber wo viele Neueinsteiger-Aktionäre seit 2010, speziell seit 2015, irgendwie schon richtig verwöhnt sind, was das angeht, nach dem Motto, die Kurse können nur steigen. Und das ist natürlich schon gefährlich. Obgleich auch ich erstaunlicherweise von einigen Bekannten auch WhatsApp-Nachrichten erhielt, nach dem Motto, jetzt knallt es irgendwie, es ist alles zu lesen, kann man denn jetzt Aktien kaufen? Und darauf habe ich auch eher defensiv reagiert. Agiert, weil ich auch meine, das, was wir an den Märkten sehen, und da wird die Zukunft gespielt, ist so ein Stück weit fern von dem, was in der Realwirtschaft abläuft. Denn die Containerschiffe stehen immer noch Schlange und die Lieferkettenunterbrechungen sind einfach auch Sachen, die sich mittelfristig wirklich äußern. Und bis ein Unternehmen wirklich die rote Karte zeigt, muss man mal abwarten. Da gibt es noch viele Hilfsmaßnahmen, die ja auch erfolgt sind. Stichwort Zombie-Unternehmen. Das ist halt wirklich was, wo ich sage, der Markt kommt ja so recht gar nicht zu einer Bereinigung. Auch wenn ich natürlich kein Pleitegeier sein will und irgendwie die Unternehmen vor die Wand fahren sehen will, um Gottes Willen. Es ist aber einfach wirklich einzigartig, was da so mit durchgeschleppt wird. Und in dem Zusammenhang, liebe Leute, wenn ihr handeln wollt, ihr würdet es wissen, ihr seid bei JFD am Start. Wir haben hier Multi-Asset, auch echte Aktien, liebe Teilnehmer, hier ganz groß. Wer das nicht intraday handelt, kann hier völlig kostenfreie Aktien kaufen und im Prinzip als Investment liegen lassen. Dividenden natürlich auch ohne irgendwelche versteckten Kosten werden hier sozusagen abgeführt. Und das heißt also da natürlich gerade unter Investment-Gesichtspunkten seid ihr hier bei uns auch richtig. Allerdings das dann alles im MetaTrader 5 nur machbar. Und ansonsten Index-Trading, Devisenhandel, Interbankenhandel, fair, transparent, ohne Spielchen.
Menschen dafür stehen wir. Deswegen, die, die uns noch nicht kennen, hoffe ich, lernen uns heute kennen und auch unseren Content. Und insofern, Andreas, ich würde den Bildschirm, weil jetzt haben wir es 20 Uhr, direkt mal zu dir Ja, ich bin rüberschieben. drinne. Hau rein in den Bildschirm. Yes. Also, kurzer Flow-Switch. Andreas muss einen seiner 25 Monitore auswählen und da ist es auch schon zu sehen. Perfekt. Und wir sehen wilde Bewegung. Genau, ich bin hier auch gestoppt bzw. mal gegangen den Finger, weil nämlich hier eine Linie von mir durchgebohrte. In der ersten Reaktion ist ein kurzes Verlaufshoch. Dauert schon. Am Nestec waren wir erst hoch dran und die zweite Bewegung quasi nach unten und nicht mit dem Finger am A. Ob wir hier weiter durchrutschen, den Leitzins wie 0 bis 0,25%. Das Ganze ist erwartet. Also es kommt hier letztendlich, ich gehe auch nach wenigen Punkten hier wieder raus. Das ist aber, das heißt, der Kurs wird sich hier, denke ich, erstmal wieder normalisieren. Also die ersten Zuckungen waren quasi diejenigen, die hatten, dass hier irgendwas passiert. Und natürlich Auslöser ist, dass sie schon geäußert Vorfeld des Interviews, der Pressekonferenz, die ab 20:30 Uhr stattfindet, dass bis 2022 keine Zinsanhebung geschehen wird. Also die Zinsen bleiben jetzt über längere Frist niedrig und das scheint den Markt vielleicht im Anlauf dann zu bügeln. Ich habe mir hier schon mal Dinge eingesetzt. Sehr, sehr einfach. Stupid, simple, stupid. Also einmal den Nasdaq hier hoch. Das Allzeithoch ist nicht nur das Tageshoch im Chart, sondern das Allzeithoch schon diese Trendlinie. Das doppelt genau intra gesehen hatten, also auf ziemlich selbiger Höhe. Und von da konnten wir uns nach oben etwas retten und sind jetzt in etwa auf dem Eröffnungspunkte noch drunter im Dow Jones. Also das sind die Marken, die ich im Blick habe. Und nach der ersten Meldung, wie gehabt, erstmal die Reaktion ab. Also ich stand nicht wild in den Markt rein, das war auch okay raus. Denn ja, die erste, zweite oder auch dritte Bewegung ist dann oftmals die falsche und dann die News erst 20:30 Uhr über die Ticker kommen, also wie die Notenbank und Jerome Powell die Wirtschaft hier der Urteil, die wirtschaftliche Entwicklung ist hier auch keine Eile, hier drei Trades ineinander ab. Hier sollen erstmal mutigen, den ersten Schritt wagen und wir haben Zeit, uns die historischen Verläufe anzuschauen, auch auf Andreas, die ein oder andere Aktie. Gerne. ganz Hier. kurz, also wie gesagt, war ja der Knaller. Ich wusste gar nicht, dass du da schon dich positioniert hast. Jetzt bist du natürlich mit dem Short kurz rein, wieder raus. Aber ich wollte noch sagen, ein bisschen, wir sind wieder in den 90ern und im Hip-Hop-Style. Es klingt etwas hackelig, der Sound von dir. Entweder ein bisschen langsamer reden, auf jeden Fall hackt der Sound. Ich weiß nicht, ich hatte jetzt eine Bestätigung auch von einem Teilnehmer gekriegt, ob das nur bei mir so ist. Aber so ein bisschen ist es so, so ein bisschen Hip-Hop-Style-mäßig hier, der Mikrofon-Checker. Insofern einfach mal. Vielleicht ein bisschen langsamer Langsamer reden, sprechen. genau, damit wir das richtig mitnehmen. Und Dow Jones geht durch die Decke. Also insofern sehr abgehackt. Ich krieg's jetzt nochmal bestätigt. Der Sound ist leicht sehr abgehackt. Also es ging eben so rein und ich hatte es bei mir auch wahrgenommen. Aber ich wollte nur nochmal sicher gehen, ob das auch nicht nur bei mir so eine Monologe-Geschichte ist. Also insofern langsamer, mal gucken. Du bist einfach on the market und wir sind mal gespannt, was du machst, weil ich habe schon fast erhofft, dass wir heute ein bisschen Wolla sehen. Wem eben auch dem Arbeitsmarktdaten aus der letzten Woche, die ja immer noch grottenschlecht sind und historisch einzigartig, aber eben vielleicht eine Besserung aufweisen. Also insofern weiter im Text, aber eben vielleicht ein bisschen ruhiger. Ja, vielleicht mache ich noch Bloomberg aus, weil das zieht natürlich auch immer mal ein bisschen, weil ich das über Livestream mir Ah, das anschaue. kann Da gut kommen die sein. News nämlich schnell rein. Und das kann ich rausmachen. Die eine Projektion der Arbeitslosenrate quasi herausgegeben und rechnet 2020 im Gesamtjahr mit 9,3%, 2021 mit 6,5% und 2022 mit 5,5%. Also da soll sich das Ganze wieder so ein bisschen hier normalisieren. Und das Ganze steht im Fed-Statement. Also die Statements sind schon veröffentlicht von der Fed. Und jetzt ist quasi die Frage, ob man sich den Dow im Intraday-Verlauf etwas anschaut. Ob wir hier auf diese Mittagshochs aufschlagen, ob wir hier drüber kriegen, um die 320, 315. Der Nasdaq ist schon längst drüber hinweg. Der ist ferner liefen, wenn man das so schön sagt. Also hier könnten durchaus auch ein paar Stop-Orders liegen. Markt dafür sorgen, dass der Gesamtmarkt höher getrieben wird. Wenn es hier aber zu einem Rücksetzer kommt, bin ich natürlich auch gewillt,
entsprechend im Markt. Denn einer muss es, können ja nicht die Bullen komplett freien Lauf und hier die durch die rennen lassen. Deswegen hier am Mittagshoch werde ich durchaus versuchen, mit einem Stopp hineinzukommen, wieder auf eine Gegenbewegung dieser jüngsten ersten Bewegung zu setzen. Aber dafür muss sich der Markt erstmal beruhigen, fangen. Er darf hier nicht durchrennen. Dann macht es überhaupt keinen Sinn, hier nach einem Top zu fischen. Das ist dann wirklich, ja, ich will nicht sagen, ein Glücksspiel, mit Trading dann wenig zu tun, wenn man einfach in den Markt hineinklickt und hier die Ergebnisse, die vom reflektiert werden, lässt. Also ich würde hier kleineren Positionsgröße ein, hier nicht den Helden spielen und quasi all in, wie man so schön sagt, im Markt sein, sondern hier kann man es etwas ruhiger angehen lassen und immer den Blick auf die Märkte belassen. 27.005 waren wir jetzt schon ganz kurz und die Überschreitung des Tagshochs. Hier würde ich dann auch den Stopp setzen für die Short-Positionierung, die eben eingegangen bin. So, rein. Und dann schauen wir mal, ob der Markt hier nochmal anhält, ob es eine kleine Umkehr gibt. Wenn nicht, wie gesagt, ist das ein Abbild vom gesamten Trading-Tag immer. Also der einzelne Trade gar nicht so viel zu bedeuten. Er ist natürlich für den Trader, der sich auf den Trade fokussiert, immer wichtig. Aber im Ende zählt ja die Tagesperformance, die Wochenperformance, die Monatsperformance und die baut sich eben aus den unterschiedlichen Trades in Summe auf. Und das sollte man einfach bedenken. Also es bringt meiner Erfahrung nachher wenig auf einzelne Trades zu lauern und dann sich nur komplett auf diesen einen Trade zu fokussieren, sondern man sollte den Gesamtrahmen im Auge belassen. Und durchaus, wenn man zwei, dreimal an einer Marke ausgestoppt wird, die man als wichtig, als prägnant im Markt sieht, dann kann man auch nochmal nachfassen, dann kann man auch sagen, ich versuche es noch ein zweites, ein drittes Mal, wenn die Chartsituation das Ganze erlaubt. Also hier muss man flexibel sein. Das hat nichts mit Sturheit zu tun. Das hatten wir neulich im Live-Trading Room mit Markus auch mal das Thema, ob das wirklich stur ist, wenn man drei, vier Mal an derselben Position in den Markt hineinspringen. Nein, hat es nicht, sondern das ist einfach letzten Endes Konsequenz, wenn dieses ab noch Bestand hat, man das auch weiter handelt. So, nun ist eingetreten, der dauert ein Stück weit, also dass wir mit dem Einstieg auf dem Mittagshoch, knapp über dem Mittagshoch, durch so extrem falsch gelegen hat, über die letzte Kerze schon mal einen Stopp hinwegziehen und dann ein bisschen Risiko rausnehmen. Und idealerweise ist es so, dass bis zur Pressekonferenz die Märkte, egal in welche Richtung sie tendieren, immer wieder ein Stück weit zurückkommen. Also dass sich das Ganze einpendelt, dass man hier auch davon profitieren kann, von den Ampeln, die hier Markt eingezogen werden und wie man hier sieht, sind das jetzt 30, 40 Punkte. Ich zahle den Gewinn so auch für diesen Trade hier nicht brennen kann und zoome seit dem Nest etwas größer, damit man hier sieht, wo das aus war, das auch nach der FED, das Andreas? Mitteljahreshoch war nämlich. Ja, hört man mich noch? Also, wie gesagt, zwischenzeitlich war es richtig gut. Also, nachdem wir drüber gesprochen haben, du hast wahrscheinlich Bloomberg nochmal wieder aufgerufen. Erstmal danke für die Realtime-News, die du uns reinstreust. Und natürlich sehr, sehr gut gemacht in Sachen des Einstiegs. Aber der Ton ist wirklich sehr schlecht heute. Also, das ist schon sehr hackelig. Da müssen wir mal sehen, dass du da noch vielleicht die eine oder andere Entertainment-Seite doch noch runterfährst, damit wir mal da noch wieder den guten Flow haben. Also, die Verbindung ist schon sehr, sehr, sehr schlecht. Also da gucken wir mal, dass wir das so ein Stück weit hinkriegen, damit die Zuschauer da entsprechend abgeholt werden, weil es ist schon ein Stück anstrengend, wenn man eben so einen Roboter-Sound hört, weißt du? Ich habe schon alles auf mittlerweile und auch iPad, die ganzen technischen Geräte gar nicht mehr am Netz. Also es ist wirklich jetzt nur noch die reine Entfernung von diesem Rechner. Dann werde Ich ich kann dir mich mal eine nochmal extra. zurück. Also da werde ich ja mal eine extra Hast du noch Leitung nochmal irgendwas in den anderes? Norden Nein. legen lassen, damit wir da auf jeden Fall das nächste Mal noch ein bisschen. Also ich hatte es ja, wir haben ja schon viele Webinare gemacht, aber heute ist es wirklich denkbar unruhig, so will ich es mal sagen. Aber bleiben wir mal am Ball. Ich halte das noch mal ein bisschen mit Auge und Ohr natürlich hier am Laufenden. Und jetzt bist du ja auch schon mit dem nachgezogenen Stop schon wieder raus aus dem Markt.
Genau, also so fliegt man dann wieder raus und da bin ich auch nicht derjenige Trader, der hier sagt, ich lasse Stopp auf einen Stern oder ich lasse ihn am Tageshoch, sondern ich ziehe ihn durchaus auch relativ zügig nach, um hier quasi nah am Markt zu sein und den Stopp nah am Markt positioniert zu lassen. Das ist auch im Minutenchart durchaus das, was man tun sollte, denn hier ist eine enge Range oftmals zu sehen auf dem Monitor und hier gelten nicht diese Gesetze, die man in der Charttechnik immer wieder zugrunde legt, die man vielleicht im Tages- oder im Stundenchart hier anwenden kann, sondern hier muss man etwas aktiver vorgehen. Aber das geht auch Internetleitung hier scheinbar. Ich habe wirklich die ganzen Sachen ausgemacht. Ich brauche kein Facebook mehr an und nichts. Also dürfte eigentlich gar nichts mehr rumkommen an verschiedenen Also, wie gesagt, Saugern, wie man. in den Saugern, ja, wie gesagt, die ein oder andere Entertainment-Seite, Markus Gröhlt hier als Kommentator, Gold zieht schön an. Also, wie gesagt, lass uns da auf jeden Fall über die Märkte blicken. Wie gesagt, vielleicht langsamer reden noch, dann passt es. Also, am Mikrofon kann ich hier das schon bestätigen, dem einen oder anderen Teilnehmer liegt es nicht, weil dahingehend bist du schon gut zu hören. Es ist eher eine Bandbreite, sage ich schon, eine Brandbreiten. Bandbreite. Danke. Sehr gut. Danke, Andreas. An der Geschichte liegt es wohl. Da müssen wir einfach ein bisschen Netzpower in den Norden schicken und dann wird das sicherlich rund. Also in dem Zusammenhang, Gold sieht schön an, genau, da guckt der Andreas ja eh noch ein Stück weit drauf, aber jetzt haben wir noch mal gut 19, 20 Minuten bis zur Pressekonferenz und ich denke, auch da wird es sicherlich noch mal zur Sache gehen. Du hältst die Märkte eh im Auge, wenn du eine Trading-Idee hast, wie gesagt, vorhin direkt zum Überleiten, 20 Uhr, hast du ja direkt schon den Short gestartet, dann jetzt mitgenommen, also wieder mal grandiose Action und so schnell kann man fast gar nicht abfeuern, aber schauen wir mal, was du jetzt dabei hast. Ja, ich habe noch ein paar Folien vorbereitet quasi, weil nämlich hier zum einen der Disclaimer noch mal ins Bild gehalten werden sollte, dass all das, was ich hier sage, quasi meine eigene Meinung ist, dass das auch mit JFD nichts zu tun hat, sondern dass ich hier auch das eigene Live-Konto handle und quasi niemanden eine Anlageempfehlung geben möchte, sondern nur meine Sicht der Dinge darstelle. Und das Ganze kann natürlich auch zum Kapitalverlust führen. Und damit das nicht passiert, gibt es eben diese ganzen Education-Dinge, unter anderem auch von mir täglich den DAX-Ausblick, die DAX-Analyse, die man sich hier auf JFD.com Research-Experten täglich anschauen kann. Und dann ist man quasi für den DAX zumindest entsprechend geschult. Ich habe ein paar informationelle Dinge mitgebracht, um hier die Zeit bis zur Pressekonferenz mit wichtigen Daten zu füllen. Das eine ist der Arbeitsmarkt, USA. Ich hatte es gerade gesagt, was die Fed projiziert. Also die Fed rechnet 2020 mit einer Gesamtarbeitslosigkeit von 9,3%. Hier gab es ja eine dicke Überraschung, denn wir hatten am Freitag erst die Non-Farm Payrolls und da wurde eine Arbeitslosenquote vom letzten Quartal erwartet, vom letzten Monat vielmehr von über 19% und heraus kam dann 13, noch was Prozent. Also hier war es eigentlich eine positive Überraschung, wenngleich die Zahl an sich sehr, sehr negativ war. Aber im Vergleich zur Prognose war das Ganze eben dann wiederum positiv zu sehen und hat deswegen den Markt weiter angefeuert und am Freitag schon auf nahe Allzeithoch getrieben, beziehungsweise der Nasdaq war, glaube ich, genau dran, ein Punkt drüber oder so in der Drehe. Ja, also das ist die Arbeitslosenquote im Zeitablauf der letzten 50 Jahre. Die war noch nie so hoch, die Arbeitslosenquote. Also wir haben hier eine schwere Wirtschaftskrise einfach in den USA, wie seit den 20er Jahren nicht erlebt. Und das spiegelt sich eben in den Kursen noch gar nicht wieder, weil, und auch das hattest du, lieber Chris, ja eingangs gesagt, das liegt daran, dass die Liquidität extrem hoch ist. Also dass quasi, wenn man sich die Bilanzsummen einmal anschaut, die EZB hat schon eine hohe Bilanzsumme, aber die Fed, die ist da nochmal ein Tick größer mit über 7 Billionen. Also das sind 7.000 Milliarden. Also ich weiß nicht, was unsere beiden Konten hergeben, aber da können wir nicht mithalten, oder Chris? Also Das ist wirklich Wahnsinn. das ist wirklich an Einzigartigkeit, also echt nicht zu sprengen, was da derweil abläuft. Und wie du schon sagst, das ist die Fed hat halt die Bilanzsumme wirklich so weit aufgeblasen. Ich hatte sogar das, wie du da auch schön siehst, von 4,2 waren es ja so Anfang März, ist es eben auf über 7
Billionen gegangen. Und das ist ja wirklich, also wir reden hier über eine Zahl mit 12 Nullen, wenn ich nicht irre. Das ist einfach wirklich fern jeglicher Greifbarkeit. Und das ist auch etwas, wo man sagen muss, ich meine, Inflationsgespenst, Deflationsgespenst, ich meine, das ist der Markt, der spielt Zukunft, aber faktisch ist einfach, dass wir hier eine Bilanzsummenblase entwickeln und im Prinzip hier Stützungskäufe sehen. Wobei man auch sagen muss, die Rallye-Geschichte ist nicht nur wegen den Notenbank-Interventionen, sondern auch der Privatanleger ist natürlich jetzt hier mehr oder weniger auch getrieben, hier massiv einzusteigen, genauso wie die ETFs natürlich, ne? Ja, das stimmt natürlich. Also die Summe hatte ich vorher auch noch nie gesehen und Wahnsinn. ausformuliert. Insofern war es was Neues. Ich habe das zu einem Kollegen am Wochenende gemeint. Hast du schon mal so eine große Zahl mit 12 Nullen gesehen? Hat er gesagt, die Zahl nicht, aber 12 Nullen. Da guck dir mal die Mannschaft plus Trainer von Schalke an. Also wenn du zu Ui. der Alter. war böse. Entschuldigung, aber ja gut. Also Schalke ist im Ach, Moment auch Spaß muss nicht. sein. Spaß muss sein, natürlich, klar. Aber von der Bilanzsumme mal weggeleitet zum Wirtschaftswachstum, das ist nämlich auch eine interessante Zahl, und zwar das BIP der USA. Das wird nämlich jetzt gerade erwartet mit minus 5,91% für dieses Jahr. Also das ist wirklich auch sehr, sehr schlecht, sehr, sehr negativ, so negativ wie auch hier seit über 40 Jahren nicht mehr und im Jahr danach. Und das ist ja eigentlich das, was an der Magic. Börse gerade gespielt wird. Magic, es geht aufwärts, es wird alles toll und alle Wahnsinn. profitieren. Also ob das wirklich so kommt, das sei einmal dahingestellt. Wir reden ja, wenn man sich die Aktien anguckt, das ist eine schöne Überleitung. Du hattest ja gesagt, dass einzelne Aktien hier stark gestiegen sind. Auch Privatanleger haben diese Aktien natürlich getrieben, aber auch natürlich die Fonds, die einfach diese in Aktien kaufen müssen. Also ich rede von Netflix, ich rede von Facebook, von Amazon und so weiter. Und bis vor einem halben Jahr hat man ja immer noch von Fang gesprochen, ja, Facebook, Amazon, Google, Netflix. Und jetzt redet man ja von Fang. Also das ist kaum noch zwei Buchstaben hinzu. Jetzt ist es schon Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google und Microsoft, ja, und wenn man die einfach zusammennimmt an der Marktkapitalisierung, dann macht das über 20% des S&P 500 aus. Also das sind fünf, vielmehr sechs Aktien, die über ein Fünftel der Gesamtkapitalisierung der 500 am breitesten gestreuten und größten Werte der USA ausmachen. Also das ist einfach ein Ungleichgewicht. Und wenn diese Werte durch die Decke gehen, und das tun sie, ja, also dann sind sie natürlich für einen Extremkursanstieg verantwortlich. Und das Absolut. ist etwas, was man vor dem Hintergrund dieser Rallye einfach sehen muss. Also auch wie die Indizes zusammengesetzt sind. Der DAX ist ja gewichteter Performance-Index, ja, und der Dow Jones zum Beispiel ist ganz grob gesagt nur zusammenaddiert. Also wenn da eine Boeing mit $300 mal 10% nach oben rockt, ja, dann sind das im Dow Jones schon 150 Punkte, übertrieben gesagt. Ja, also das, weil die einfach vom Nennwert her so hoch ist. Also der wird quasi jeder Aktienpreis in der Tabelle aufaddiert. Dann gibt es noch eine kleine Gewichtung und fertig ist der Dow Jones. Ja, und beim DAX gibt es ganz gewichtige Kriterien und Umrechnungen und so weiter. Den kann man nicht einfach nachstellen und in Excel sich ausrechnen, wo der DAX steht. Also da gehört schon ein bisschen mehr dazu. Und das muss man einfach wissen, dieses Hintergrundwissen. Und dann erklärt sich es vielleicht auch einfacher, warum so ein Nasdaq so extrem durch die Decke geht, weil eben diese Einzelwerte das Ding treiben. Und wenn man sich dann die Marktbreite anguckt, also auch gestern, der Dow Jones war im Minus und es waren irgendwie nur ein Fünftel der Aktien waren im Plus, auch vom Volumen her, und der Rest war im Minus. Aber diese großen, dicken Werte, die Flaggschiffe, die waren eben im Plus, eine Intel und so weiter, American Airlines und diese großen Werte, und die treiben dann so einen Index oder halten eine relativ weit oben. Aber die Marktbreite ist schon wieder auf dem absinkenden Ast gewesen an den letzten Tagen und die zeigt einfach an, dass auch der WIX steigt schon seit 2 Tagen wieder. Die zeigen einfach an, diese Indikatoren, dass der Markt schon dolle überhitzt ist. Ja, und das muss man einfach nochmal hier mit darstellen, wie sowas sich verhält. Ja, und die Fang-Indizes, die haben sich ja hier, hat sich ja mehr als verdoppelt. Ja, also Fang, der Forecast Return on Equity, der ist bei 30%. Ja, also hier soll die Investition sich extrem lohnen immer noch, und deswegen kommen immer neue höhere Kursziele zutage. Also gestern habe ich viele Kursziele von Amazon gelesen, von Investmenthäusern, die bei 3.000 und höher lagen, ja, in der Aktie. Also da wird weiterhin Aufwärtspotenzial bescheinigt, und insofern das so weitergeht, so sollte der Satz lauten, ist es auch so, dass diese Indizes auch hier ihre Trendfortsetzung beibehalten
können. Ja, das heißt nicht, dass es der Gesamtwirtschaft gut geht. Das heißt eben nur, dass diese einzelnen Big Player gesucht sind. Und wenn man sich eine Apple anschaut, gestern Allzeithoch, Apple, nicht mal eine eigene Meldung hat dazu geführt, sondern ein Gerücht, dass die neuen MacBooks hier einen eigenen Chip erhalten. Also, dass man sich ein Stück weit unabhängig von Chip-Lieferanten machen möchte. Und allein dieses Gerücht hat dafür gesorgt, dass Apple auf ein Allzeithoch gegangen ist, obwohl in den Apple Stores gähnende Leere ist. Also, ich war letzte Woche bei Apple, wollte mich da mal umschauen, was es so Neues gibt und alles, und bin gar nicht reingekommen. Also da wurde die Temperatur gemessen vor der Tür, da musste ich in eine Schlange, musste meinen Namen angeben und zur Nachverfolgung wegen Corona. Und dann kam der Verkäufer raus und drin waren 10 Mann in dem Apple Flagship Store in Berlin, die scheinbar ein dickeres Portemonnaie hatten als ich und reingelassen wurden. Ich jedenfalls nicht. Ist das Also ich stand überhaupt draußen. möglich? Ja, konnte auf der, also ich habe jetzt hier nicht mit irgendwelchen Trading-Accounts hier rumgewedelt oder so, aber ich sah vielleicht auch nicht so aus, als ob ich mit einem Gucci-Gürtel einfach sage, ich will entweder das oder das Handy, scheiß drauf, ich nehme beide. Also so sah ich halt auch nicht aus und deswegen wurde ich wahrscheinlich nicht hereingebeten. Vielleicht hätte ich auch Russisch sprechen müssen. Am Kudamm ist das ja durchaus öfters mal gehört, diese Sprache, und gern gesehen in den Geschäften zumindest. Ja, Ja. also das muss man auch mal sehen. Also wo soll denn der ganze Umsatz und alles herkommen? Oder um bei einer Boeing zu bleiben, ja, die sich ja auch hier von unter 100 waren die und jetzt bei knapp 300 Dollar. Also da ist ja richtig an Party was geschehen in den letzten Wochen, obwohl die im letzten Monat nicht eine Bestellung bekommen haben. Und die 737 Max, das Problemflugzeug, ist weiterhin am Boden, kann nicht abheben, weil irgendwie im Cockpit ein Programmierfehler ist, ja. Also, um es mal ganz einfach darzustellen. Oder eine Lufthansa hat 50% ab dem Tief wieder erholt, weil dieses 4 Milliarden Euro Unternehmen 9 Milliarden vom Staat bekommt über Bürgschaften und sonst was. Ja, also man bekommt das Doppelte an Firmenwert nochmal hinterhergereicht, weil man systemrelevant ist. Und das stützt natürlich gewisse Branchen, das verleiht Auftrieb und das verleiht auch Sicherheit. Und die Anleger wägen sich ein Stück weit in Sicherheit, wenn sie diese Erholung jetzt sehen und denken, womöglich, und davor möchte ich einfach warnen, dass wir hier in der Einbahnstraße einfach weiter nach oben laufen. Also das glaube ich für mich nicht, denn die Q2-Daten, die müssen ja erstmal von der Unternehmensseite hier reportet werden. Da gehen jetzt noch 2 Monate ins Land, dann ist wieder Berichtssaison und dann müssen die Unternehmenszahlen erstmal zeigen, was hier wirklich passiert ist. Also das ist natürlich so eine Hornbach, die gestern Quartalszahlen gemeldet hat, ist mir schon klar, dass da der Umsatz zunimmt. Es sind ja, die Baumärkte waren ja total in den letzten Wochen, weil jeder im Homeoffice sich gedacht hat, ich könnte mal wieder neue Blumen pflanzen, ich brauche eine neue Terrasse, auch der Rasenmäher vom letzten Jahr ist auch schon ein veraltetes Modell, ich brauche einen neuen und so weiter. Man war ja mehr in seiner Homebase gefangen, sage ich mal, überspitzt und hatte dort auch vielleicht Gelegenheit, weil man mindestens den Fahrtweg eingespart hat ins Büro, um hier auch zu Hause ein bisschen zu werkeln, um mal neue Farbe an die Decke zu bringen, um vielleicht auch einen neuen IKEA-Schrank aufzubauen. Ja, und dann ist klar, dass hier diejenigen, die solche Dinge anbieten, profitieren. Und die anderen Unternehmen, wie zum Beispiel eine Volkswagen, da ist es noch ein Riesenfragezeichen, ob die wieder jetzt in Schwung kommen. Die haben rechtzeitig auch die Bänder wieder angestellt mit Mundschutz und so weiter, um dann nach wenigen Wochen zu merken, am Ende der Lieferkette kauft ja keiner einen Golf. Es ist ja überhaupt kein Käufer da. In England sind allein die Automobilverkäufe um 95% eingebrochen. 95%, da stehen die Autos einfach rum. Keiner möchte sich ein neues Auto kaufen. Warum auch? Also man hat sich an Homeoffice gewöhnt. Man braucht nicht zwangsläufig jetzt ein Auto, wenn dann nicht unbedingt ein neues. Auch die Taxiunternehmen müssen jetzt nicht ihre Flotte unbedingt aufbauen. Und einige Vermieter klagen schon darüber, dass kaum noch Autos vermietet werden. Also wenn man den Bogen ein Stück weiter spannt und sich vielleicht, in Deutschland gibt es die Sixt, kennt jeder. In Amerika gibt es die Hertz oder Hertz. Man kennt das in Deutschland von den tollen Werbekampagnen von Hertz, die da immer mit einem politischen Touch an den Litfaßsäulen kleben. Und die haben Insolvenz angemeldet vor 2 Wochen. Ja, die Aktie ging auf Tauchfahrt, 19 Milliarden Schulden. Und der Großaktionär, der Herr Icahn, der hat letzten Endes 55 Millionen der Aktien verkaufen müssen zu. Und da war er noch froh, dass er überhaupt noch was bekommen hat, weil insolvent heißt ja, das Unternehmen ist quasi zahlungsunfähig. Und er hat noch 72 Cent dafür bekommen pro Aktie. Mal 55 Millionen, hat noch ein bisschen was gekriegt. Hat sich aber letzte Woche dann natürlich geärgert, weil das Ding über 6 Dollar stand.
Ja, also da wurde selbst so ein Wert nochmal hochgezockt und hat sich ver-5-, ver-6-facht. Und das sind halt Zeiten, wo Liquidität scheinbar eine untergeordnete Rolle spielt. Und das möchte ich einfach mit zu bedenken geben, mal beim Blick auf die Kurszettel. Die Historie vom Zinsniveau, um wieder zum Kernthema zurückzukommen, in 5 Minuten ist die Pressekonferenz, ist einfach relativ einfach gesagt. Also es ist viele Jahre gab es Zinsanhebungen, bevor dann der Zinssenkungszyklus eingeleitet wurde. Und auch den haben wir zusammen, Chris und ich, hier kommentiert. Und das ging los im Juli 2019, als dann Donald Trump Korrekt. ein bisschen auch eingewirkt hat, ja, auf den Herrn Powell. Der wusste noch gar nicht, wie soll er den Herrn Trump nehmen. Am besten ja, gar nicht nehmen, sondern einfach nur abnicken, was er twittert. Dann hat man seinen Job auf alle Fälle länger sicher, als wenn man hier Kontra gibt in den USA. So kommt mir das politisch vor. Und seitdem ging es eigentlich dann wieder abwärts. Das zeigt diese gelbe Kurve, und das aktuelle Niveau ist hier seit 2020, seit März auf 0 bis 0,25. Also da hat sich nichts getan. Und wenn man die Fed-Prognosen, die hier über die Ticker kamen, um 20 Uhr noch einmal kurz Revue passieren lässt bis 2022, soll das auch so bleiben. In vielen anderen Ländern ist es schon lange so, dass die Zinsen niedrig sind, also seit 2018 in Großbritannien, in Russland auch seit 2018 in der Eurozone, sogar seit 2016 hat sich nichts getan, und in der Schweiz hier Negativzins seit 2015. Und das sind halt alle Teile des Zyklus, wo man sich fragt, dreht der Zyklus nochmal? Also wann geht denn der Zyklus wieder nach oben? Und auch hier könnte man womöglich noch die Charttechnik bemühen und anlegen. Da sieht man nämlich, dass das hier so ein kleiner Abwärtstrend ist. Vielleicht kann man das ja hier auch mal einzeichnen, direkt in der PowerPoint-Präsentation, wenn man hier bei dem Zyklus anzeigt. Ja, das sieht doch aus wie ein Abwärtstrend. Genau. Also der Zins lebt immer mal ein bisschen auf, um dann ein tieferes Tief zu bilden. Und dann wäre hier bei der Fortsetzung des Trends eigentlich die Frage, kommen wir überhaupt noch mal nach oben bei den Zinsen, oder gibt es Negativzinsen? Der Herr Powell hat sich ja dagegen verweigert erst einmal, dass es Negativzinsen geben sollte. Und der Präsident Trump, er hat gemeint, ist natürlich nichts unmöglich. Er wird es okay finden, klar, weil sich dadurch ein Staat ja auch ein Stück weit entschulden kann. Und weil dann diese Bilanzsumme, jetzt muss ich nochmal diesen Horrorchart hier einblenden, weil sie die Bilanzsumme hier so ein bisschen entschlacken kann. Also wie geht so eine Bilanz letzten Endes? Wie wird die abgebaut? Also einerseits über Inflation oder eben, wenn diese Assets wieder am Markt veräußert werden, oder Negativzinsen. Also da gibt es nicht viele Möglichkeiten, um hier wieder Herr der Lage zu werden. Denn eins ist klar: Wenn alle Notenbanken die Bilanzen nur nach oben aufblähen, dann wird ja, also theoretisch geht es bis ins Unendliche, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Oder habe ich irgendwie ökonomisch was verpennt, Chris? Na, ganz sicher nicht. Also das ist, wir haben ja da doch schon beide auch so einen wirtschaftlichen Background, und ich meine, ich musste damals bei Bilanzrecht auch immer schmunzeln, weil es ja nicht, also nicht nur Länderunterschiede gibt, sondern natürlich da auch immer wieder Möglichkeiten, wie man eine Bilanz entsprechend nach welchem Recht nun darstellt. Also da gibt es ja auch sehr kreative Auslegungen. Das ist ja ohnehin schon mal ein großer Ballon, weil es da kein Niveau gibt. Aber was wir erleben, ist einzigartig, das muss ich ganz klar sagen. Wir sind mittendrin in einer spannenden Geschichte. Was jetzt noch spannend wird an Fragen, wir ganz kurz, Schlenk rüber, Thomas. Das Webinar wird aufgenommen, alle Teilnehmer erhalten wie immer. Nicht immer, bei manchen Webinaren machen wir es nicht, aber in dem Fall gibt es eine Aufzeichnung im Nachgang. Und jetzt der Markus fragt direkt, Andreas, was ist technisch gesehen? Hat der Markt was gemacht? Jetzt haben wir 2 Minuten vor der Entscheidung oder 1:30 nur noch. Gibt es da jetzt schon eine Trading-Idee? Kann man da was ableiten? Oder wie siehst du das denn? Jetzt nochmal ganz kurz von dem großen Bild der fundamentalen Rahmenbedingungen und dessen, was natürlich auch immer berücksichtigt werden sollte, hier mal, wie du schon gerade jetzt aufgerufen hast, in die Minuten-Chart-Action. Genau, also da ist nichts passiert, und das, was ich vorhin bereits andeutete, dass sich das Ganze ein Stück weit einpendelt zwischen 20 und 20:30 Uhr, ist dann auch eingetreten. Ich schaue hier immer vom größeren Chart auf das kleinere, und das größere ist mir ja schon der 5-Minuten-Chart. Und da ist ganz deutlich, dass wir hier von den letzten Hochs etwas korrigiert haben. Also der Dow Jones hat hier, das kann man auch mit einer Trendlinie quasi einziehen, so ein bisschen Abwärtspotenzial gezeigt.
wenn man die Trendlinie auch, das ist hier der Endloskontrakt, den ich nutze, anlegt, so ist es relativ sauber. Also man hat hier von dem Schweck den ersten Auflagepunkt, zweiten Auflagepunkt, also das war hier der 10.6. genau, dann der nächste Auflagepunkt, dann wieder Auflagepunkt, also das ist alles von heute. Da steuern wir quasi ran. Auf der anderen Seite haben wir von dem Doppeltief hier unten, was einmal in der Mitte und dann in der Börsenzeit, also nach Öffnung der Wall Street, eingezogen wurde, ein Tief gehabt. Da ging es recht stabil nach oben. Auch das angezeichnet wäre für die spannende Region einmal das Hoch von heute. Markiere ich dann mit einer anderen mit Farbe, also das vom Mittag quasi und das Hoch von der FED-Sitzung, was wir quasi zusammenlegen, zusammenfassen. Für mich der aktuelle Widerstand im Markt. Das heißt, wenn wir hier drüber laufen und diesen Abwärtstrend brechen, der ja hier schon gestern Morgen, also über den gestrigen Handel sich erstreckt, der ist für mich ein Long-Signal, dass wir hier nochmal eine Ecke höher laufen, dass wir auch die gesamte Handelsrange von gestern nochmal einnahmen könnten. Und das wären viele von 27.600 Oberseite. Also da ist noch Platz von 200, 300 Punkten. Auf der Unterseite, ich widerspreche, wenn wir unter diese Trendlinie fallen. Und deswegen habe ich hier auch die Trendlinie eingezeichnet. Die können wir sicherlich nochmal fein justieren. Die war nur eine grobe Richtlinie, als dann 20 Uhr die Action losging. Aber das ist die Bandbreite, in der wir uns bewegen im Dow Jones und in der ich quasi abwarte, hier zur Berührung kommt jetzt ab 20:30 Uhr. Eine Minute ist schon über, also es geht langsam los. Die Herren räuspern sich. Ich habe Bloomberg nicht an. Ich kriege es also nicht mit. Also ich muss mich voll und ganz auf den Chart quasi konzentrieren. Beim Nasdaq sieht es ein Stück weit anders aus. Hier sind wir ja schon wieder als Allzeit hoch. Es war vor einer Minute. Das geht wirklich im Minutentakt. Und hier wäre das Ganze erst bärisch zu sehen, wenn unter den Fettbereich zurückfahren. Und dann könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass wenn unten 10.000, so wie wir ja gestern kurzzeitig überboten haben, aber zum Handel dann doch nicht, zum Schlusskurs nicht hatten einziehen lassen. Das sind so Rahmenbedingungen, denen ich mich widme. Das ist ein klassischer Ausbruch über 1,14. Da würde ich jetzt erstmal nicht gegenhalten. Den habe ich trotzdem mitlaufen, weil ich den ab und zu natürlich als Indikator anschaue. Und Gold hatte ich jetzt hier gerade nicht auf dem Schirm. Aktuell kann ich mir aber jederzeit reinrufen. Ist nach oben weggelaufen. Das spricht eher von der Korrelation dafür, wenn die Märkte, wenn alles ansteigt, quasi, dass die Liquidität, weil das erwartet wird, dass die FED sich äußert, dass auch bei der Summe von 7 Billionen nicht Schluss sein, sondern dass das Ganze auch auf 8, 9 oder Andreas, was weiß ich wohin kann. Ja. Meister der Charts, wir hatten jetzt, wie gesagt, während der PowerPoint hatten wir einen sehr schönen Flow, aber jetzt in dem Moment, wo du wieder den Charts raufgeführt hast, war es wieder ein bisschen Robotersprache. Da müssen wir, wie gesagt, noch ein bisschen runterfahren, also zumindest ein bisschen langsamer am besten reden, damit man sozusagen, selbst wenn es ein bisschen brockt und hackelt, der Zuschauer dann nicht ganz so abgelenkt ist. Also bei den Slides und wie gesagt, war alles in einem schönen Flow. Jetzt aber dann, wo wir wieder auf die Live-Charts gegangen sind, da war es dann ein bisschen schwieriger, aber die Begründungen, so will ich meinen, waren doch gut verständlich, sodass da jeder sicherlich was mitbekommen hat. Ich sehe gerade, du hast in den einen oder anderen Chart jetzt geclosed. Vielleicht hat auch zu viele Symbole im Background laufen, das mag auch vielleicht sein, aber das nur mal so als Tipp gerade, wo ich jetzt festgestellt habe. Und ansonsten, ja, die Reaktionen sind überschaubar bislang, aber du sagst, es geht ja jetzt auch gerade erst los. Man muss mal warten, was die nächsten 10, 20 Minuten noch mit sich bringen. Und du hast es ja schön eingegrenzt, was es am Markt zu tun gilt. Und interessanterweise auch natürlich rechtzeitig wieder festgestellt, wo die Ranges liegen und wo deine, ich sag mal, Phase des Abwartens gefragt ist. Und da bewegst du dich jetzt auch nicht drin herum und versuchst jetzt irgendwo da einen günstigen Einstieg zu finden, sondern du gehst dann erst rein, wenn ein Trigger auch wirklich gefehlt wird, sozusagen. Genau, ich kann ja die Station auch noch mal ganz kurz runterfahren und hier noch mal neu starten. Vielleicht hängt auch im MetaTrader was. Das kann ja alles sein in der Technik heutzutage, dass sich das hier irgendwas sich beißt. Und dann möchte ich das natürlich hier auch entsprechend noch mal probiert haben und wissen, alles getan zu haben, dass hier nicht
ein Ton für einen Tonfall dazu führt, dass die Unterhaltung gestört wird. So wollte ich es Oh, formulieren. meine Güte. Ge Da genau, hast du aber genau. wieder dick ausgekehrt. Aber ich muss sagen, also jetzt, wie gesagt, ist es gut. Das mag tatsächlich an der Bandbreite liegen, die der Meta Trader abfragt. Und da ist er natürlich schon immens. Aber insofern lass erst mal gucken, dass das wieder hochlädt. Manchmal kann das schon helfen. Ansonsten eben auch die Historie der Symbole. Aber das würde jetzt zu weit führen. Vielleicht also die Datenabfrage der Vergangenheit sozusagen ausblenden. Das hilft manchmal auch. Aber im Grunde genommen, back to the market. Du bist trotz der Tonschwierigkeiten gut zu hören. Und wir haben natürlich hin und wieder im Chat jetzt auch den einen oder anderen, der sagt eben, schade, dass der Ton so schlecht ist. Aber am Ende des Tages konnte ich dir ja trotzdem folgen. Ja, das ist schön, wenn man mir folgen kann, akustisch und auch das, was ich sehe. Und die Aufwärtstrends hier im DAO, die haben wir gerade getestet. Ich habe den jetzt neu gestartet, den MetaTrader. Ich hoffe, es läuft ein Stück weit flüssig. Die Kurse tickern zumindest flüssig durch. Wir sind hier schon wieder bei der 210 gewesen und das ist fast das Niveau, wo die Zinsentscheidung hier verkündet wurde. Und ich warte selber auf die ersten Statements, die rauskommen, die hier für Bewegung sorgen. Wenn du eher was hast, Chris, dann gerne reinwerfen, auch gerne Fragen reinwerfen. Die können wir hier alle mitnehmen, mit beantworten. Ich sehe sie leider nicht. Du hast mir das nicht freigegeben. Ich will den Kannst du auch Fokus, noch. ich kann es dir freigeben, aber ich will Ja, natürlich den doch. Fokus bei dir und den Charts, also du hast ja eh parallel Slides, parallel den Markt im Auge und ich denke mir, wenn Fragen reinkommen, die sammle ich so ein Stück weit, dass es natürlich hier darum geht. Thilo an der Stelle, ihr seid live oder ist das eine Aufzeichnung? Ja, Thilo, wir sind live dabei, die FED-Sitzung läuft, das ist bekanntermaßen auch klar und der Andreas hat ja vorhin auch seinen Bloomberg-Terminal angehabt, der meines Erachtens aber jetzt nichts mit der Bandbreiten Tonqualität da jetzt zu tun hat, aber nichtsdestotrotz, wir sind hier unter Markt. Thilo, ich weiß nicht, was du dir vorstellst. Also wir wollen jetzt nicht den Fed-Kommentator abfilmen und hier bilingual übersetzen, was die da so posaunen, sondern wir sind hier im Live-Event, wo es darum geht, den Dow Jones, die US-Märkte, gegebenenfalls ein Währungspaar zu covern, Ja. um den Markt hier in den Fokus zu nehmen. Und wenn du einen Sonderwunsch hast, bitte einfach mal da reinschreiben. Ansonsten Ziele vom DAX über 13.000. Hast du da eine Hausnummer? Wäre nochmal so eine Frage, die gerade reingeschossen ist. Du coverst ja mit uns jeden Morgen auch den DAX in aller Regelmäßigkeit. Da bist du ja auch, sage ich mal, abends mit dem Research, mit dem Trading rum immer dabei. Wenn sich jetzt beim Dow Jones aktuell nicht viel tut, so eine Meinung, wo könnte denn der DAX oberhalb von 13.000 noch hingehen? Also natürlich aufs Allzeithoch. Das war jetzt hier der Cash-Index. Ich habe den auch nochmal als Xetra. Nee, das ist US. Ne? Hier, das könnte er denn sein, der Xetra-DAX. Also wenn man hier sich anschaut, dass wir locker 2.600 Punkte seit Mitte Mai nach oben gelaufen sind. Ja, das ist eine Performance allein im Juni von 10%. Das ist schon eine Performance, die sonst in einem Jahr durchschnittlich erreicht wird. Also insofern war das schon sehr, sehr krass. Und das Ganze muss man sich hier im Tageschart anschauen. Da sieht man auch das V beim DAX. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. Hört man mich jetzt ein Stück weit besser, nachdem ich den MetaTrader nochmal neu gestartet habe? Also jetzt aktuell super, trotz dessen, dass die Charts laufen. Also wirklich, jetzt aktuell ist es super. Es hat aber am Anfang immer noch ein bisschen gehackelt, aber jetzt ist es echt gut. Die Teilnehmer machen auch die Bestätigung. Übrigens, Thilo, der Nachname lasse ich jetzt mal einfach weg. Es betraf einen Thilo B., der mittlerweile auch das Webinar verlassen hat. Ich weiß nicht, was er sich vorgestellt hat, dass wir hier mal nach Zahlen machen oder irgendwie die Fed eben hier bilingual übersetzen. Auf jeden Fall hat er sich jetzt verabschiedet und schrieb irgendwas mit Hammer und Rechen noch. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er auch seine Teeflasche mit der Whiskyflasche verwechselt. Ich weiß es nicht. Aber sei es drum, Thilo, dujeniger, du warst es nicht. Keine Sorge. Wir haben Ja, übrigens. ich habe ihn verstanden. Ich habe ihn verstanden, Chris. Er meinte diesen Pitchfork, diesen Andrew Pitchfork, diesen Rechen, Das. diesen Missgabe I know, Trading. Andrew Pitchfork, genau, oder wie auch immer. Vermutlich, aber ich muss sagen, wir haben mittlerweile auch, ich schau mal gerade, Thilos haben wir sogar mehrere am Start. Thomas übrigens, der Spitzenreiter. Gefühlt haben wir aktuell 15 Thomase bei uns im Webinar. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal so war, aber auf jeden Fall Mensch, massenhaft. Thomas. Mensch. Thomas, ich habe dir doch gesagt, tu dich nicht mit jedem iPad nochmal extra einloggen. Es reicht doch, wenn du einmal eingeloggt bist. Das verwirrt uns nur, wenn du 15 mit 15 Geräten hier einfach in der Leitung hängst. Nein, Spaß beiseite. Die Frage war nach dem DAX. Im Dow Jones sind wir jetzt genau auf dem Niveau, wo der Ausbruch war. Also ich warte immer noch eine stärkere Bewegung ab und schaue auf den DAX, weil da die Frage kam. Also das Allzeithoch, das war ja hier um die
13.795. Ja, das sind quasi vom Hoch, wo wir jetzt knapp an der 13.000 waren, noch 7%. Ja, also das ist nicht mehr weit. Der Nasdaq ist schon drüber. Der S&P war auch unter 10% vom Allzeithoch entfernt. Also das sind alles Marken, die wir durchaus hier erreichen können. Und ich denke, dass die 13.000 so ein psychologischer Kontext ist. Und der sieht ganz, ganz gut aus, weil nämlich an der 13.000 oder knapp um die 13.000, wenn man sich das hier ein bisschen aufzoomt, und das ist auch das, was ich in der Morgenanalyse immer mal gerne dargestellt habe als größere Bandbreite. Das ist nämlich aus Dezember und Januar die Konsolidierungsphase, wo wir immer wieder aufgeschlagen sind, viermal, bevor es zum Allzeithoch kam, ja, im DAX. Und das wäre für mich so das Ziel, dass wir auf der Oberseite nicht die 13.000 genau anlaufen, sondern die 13.130, 140, 150, und da dann deutlicher abprallen. Also das wäre so das Idealszenario für mich. Also nicht in einem Ruck durch. Jetzt haben wir gerade mal den dritten Tag, wo es mal ein Stück nach unten ging, also wo wir nicht auf Tageshoch geschlossen haben. Wie man hier sieht, die Tageskerzen immer vier, fünf Tageskerzen, dann eine rote, dann vier, fünf grüne und jetzt kommen mal zwei rote. Also da könnte es durchaus jetzt hier nochmal zwei, drei grüne geben. Das muss man aber dann morgen neu begutachten, natürlich auch vor dem Hintergrund, was die USA hier gemacht hat. Und dann schaut man einmal nicht drauf und schon sind 100, 200 Punkte weg. Was hat denn Herr Powell gesagt, dass er in den kommenden Monaten mindestens mit einer gegenwärtigen Geschwindigkeit Anleihen kaufen, um das Funktionieren der Märkte sicherstellen wird? Also er möchte weiterhin Anleihen am Markt kaufen. Das ist schon mal für den Markt positiv. Und die Kontrolle der Zinskurve ist eine offene Frage. Also das war auch so eine Spekulation im Vorfeld, ob die Zinskurve kontrolliert werden sollte. Da haben Ökonomen natürlich auch unterschiedliche Meinungen zu. Ich habe dazu gar keine Meinung zur Zinskurve, sondern mir genügen die Kurven, die ich hier in den Charts sehe von den Indizes. Und deswegen handle ich auch lieber Indizes als Einzelaktien. Ich schaue mir natürlich die Einzelaktien an, aber die Indizes sind für mich insofern spannender, als dass man hier eigentlich weniger Risiko insgesamt hat. Denn so ein Index, der fängt sich ja so ein Stück weit auch ab, dadurch, dass ein Wert schlecht ist. Also beispielsweise letzte Woche am Freitag nachbörslich Wirecard im DAX richtig in die Knie gezwungen, 8% im Minus, aber bei den DAX hat das gar nicht so stark gejuckt, weil natürlich die anderen 29 Werte robust waren am Freitag und deswegen ist das gar nicht so aufgefallen. Und das ist öfters mal der Fall bei Indizes, dass einzelne Meldungen dann so unter den Tisch fallen und nicht die ganze Branche oder den ganzen Index hier mit nach unten ziehen. Ja, auf der Unterseite unten nach unten ziehen ist das Stichwort. Also hier oben der Bereich hat erstmal gehalten im DAU. Das heißt, wenn es nicht nach oben will, dann will es vielleicht nach unten. Und da schaue ich mir dann als nächstes ganz genau den Bereich an, wo wir nach der Verkündung, dass der Zins gleich bleibt, hier einmal gelandet waren. Und das ist der Bereich von 27.050 bis 27.080. Da sind wir einmal kurz eingetaucht und so zieht sich das Chartbild so ein Stück weit zu. Also wir kommen von oben mit einem Widerstand, von unten mit einer kleinen Unterstützung und dazwischen pendelt der Kurs. Und je nachdem, wie dynamisch es an diese Region herangeht, entscheide ich dann aus der Situation heraus, ob ich hier kontra gehe, also ob ich darauf setze, dass eine Unterstützung hält, spekulativ, oder ob ich auf einen Durchbruch setze und auf eine Trendfortsetzung, wenn man das hier als Trendbeginn quasi herausstellt. Also das ist nicht ein Handelssystem, was ich hier zugrunde lege, wo ich mir einen Fragenkatalog erarbeitet habe und den dann vom Markt beantworten lasse und immer sage, wenn das passiert, wenn die erste Bewegung nach unten geht, dann mache ich das. Wenn die erste nach oben geht, mache ich das und so weiter. Also so ist es nicht im Trading. Es ist ganz viel einfach Bauchgefühl im Sinne von Erfahrung. Denn der Bauch, dieses Bauchgefühl, was man hat, das ist ja geprägt über Jahre hinweg. Also das ist auch dieser schwierige Prozess im Trading. Das, was vielleicht Timo, Thilo oder wie dein Kollege auch hieß, hier vielleicht mit Indikatoren versucht hat herauszukitzeln. So einfach ist es eben nicht. Also man kann natürlich ganz einfach diese Linien, die ich hier anlege, auch selber nachvollziehen und selber reinmalen. Aber dann das Agieren an diesen gewissen Chartmarken. Das ist eine Erfahrungssache und das ist auch das, wozu man Stunden, Tage und Jahre Zeit investieren muss, um dann letzten Endes hier
als langfristiger Gewinner vom Platz zu gehen, also nicht unter die Räder zu kommen beim Markt. Und wie wir eingangs ja gesehen haben beim Disclaimer, verlieren ja 70% der Anleger mit ihrem Konto Geld und das ist mehr als 50%. Und von den anderen 30% weiß man auch nicht ganz detailliert, ob die wirklich große Gewinne machen oder das Konto nur so halbwegs in der Waage halten. Und deswegen ist es schon ein großes Haifischbecken, wie man so schön sagt, die Börse. Und um dort überleben zu können, muss man schon sich stark anpassen, muss sich seine Nische so ein Stück weit suchen und auch sein Vorgehen und im Sinne des Daytradings im Dow Jones ist der Dow Jones sicherlich keine Nische, aber dieses kurzfristige Handeln, was ich mir hier rausgepickt habe, das ist eben das, womit ich mich wohlfühle und wo ich denke, dass ich hier ganz gut überleben kann, weil ich natürlich viel wendiger bin als jemand, der als Investor mit großen Orders arbeitet, der die Orders teilen muss, der vielleicht stückweise in den Markt reingeht und auch wieder stückweise rausgeht und so weiter. Also all das bleibt mir ja erspart. Ich kann per einem Klick schnell rein und raus und da lobe ich mir auch die schnelle Plattform- und Kursversorgung hier von JFD, die mir das ermöglicht, wo man auch eine Slippage mal auf der positiven Seite bekommt, weil nämlich der Markt einem die zugesteht und nicht der Broker sagt, haha, das behalte ich einfach für mich. Ja, also das ist schon das Schöne bei JFD Bank, um da auch noch mal was Positives hier noch am Rande in deine leuchtenden Augen zu zaubern, mein lieber Chris. Ja, jetzt sind wir wieder relativ genau auf dem Niveau, oder genau auf dem Niveau, wo die Trendlinie vorhin zur Entscheidung gebrochen ist. Der Nasdaq ist genau in der Mitte zwischen Rücksätze auf das Niveau und neues Allzeithoch. Und Herr Paul redet immer noch. Ich weiß nicht, was er sagt. Die Kontrolle der Zinskurve war das Letzte, was ich hier zugesteckt bekommen habe von einem Kollegen. Schwache Nachfrage drückt die Konsumpreise. Ja, das wissen wir auch schon. Das ist auch so ein Thema Einzelhandel. Durch den Lockdown, vor allem in New York, lag ja der Einzelhandel komplett still. Also ich will ja nicht so weit gehen und sagen, durch die Plünderung wurde der Einzelhandel nochmal extrem geschadet oder wurde ihm geschadet, sondern allein dadurch, dass schon nichts verkauft wurde und für die Ladenflächen Miete gezahlt werden musste, ja, schädigt schon den Einzelhandel in erheblichem Umfang. Und da ist die Frage, ob der denn überhaupt wieder aufleben kann. Ja, also wenn man die Tourismusbranche sich anschaut, so belebt sie sich so langsam wieder, aber da kann auch kein Urlaub nachgeholt werden. Also derjenige, der jetzt für Mai einen Urlaub geplant hat und abgesagt hat, der fährt ja nicht im Oktober und November zweimal in Urlaub. Ja, also die Familie, die zweimal im Jahr Urlaub macht, macht sie ja auch zeitversetzt, also vielleicht im Frühjahr und im Herbst. So und dann nicht aufgrund von Corona zweimal im Herbst. Also das macht ja niemand. Und genauso ist das wie mit dem Konsum, wenn man vielleicht gewohnt ist, um bei Apple zu bleiben, sich jedes halbe Jahr ein neues Apple-Gerät zu holen und dann einmal ein halbes Jahr aussetzt, dann kauft man sie ja nicht im Herbst einfach dann zwei Handys. Was will man damit? Das ist totaler Quatsch. Und insofern müssen die Einzelhändler erstmal zeigen, was hier noch in ihnen steckt und was hier getan werden kann, um die Lage zu normalisieren. Ja, normalisieren tut sich der Nasdaq, vor allem der Dow nicht. Ich glaube, ich werde jetzt hier nochmal auf einen fallenden Kurs spekulieren, weil wir wieder an dieser Linie, die ich vorhin eingezeichnet habe, relativ sauber abgeprallt sind. Und den Stopp werde ich hier gleich ins System reingeben, so wie ich es immer tätige und spekuliere darauf, dass wir hier wieder ein Stück weit zurückkommen, also ganz charttechnisch sauber über der Kerze den Stopp gesetzt. Und sobald die nächste Kerze hier einsetzt, würde ich den Stopp auch wieder, wie ich es gewohnt bin, entsprechend nachziehen. Und man wird sehen, ob wir hier unten letzten Endes aufschlagen, ankommen, ob wir da vielleicht die Position veräußern können oder verkleinern oder ausbauen. Also gerade, was ich hier mit dem Jetzt ziehe ich mal noch ein Stück auf Break-Even fast. Das, was ich mit dem Markus sehr, sehr gerne praktiziere im Live-Trading-Room, ist das Bauen von Pyramiden. Also, dass ich hier quasi nach der ersten Positionierung, und ich glaube, das hatte ich bei der letzten Fed-Sitzung oder der vorletzten, hatte ich, glaube ich, auch eine Dreierpyramide gebaut. Also im Gewinn die Position ausbauen, den Stopp dann eng nachziehen, sodass das Risiko nicht größer wird. Auch das ist etwas, was man über Erfahrung lernen muss, was man sich dann aneignen kann und was man auch feinjustieren sollte. Denn wenn man das nicht tut und einfach sagt, ich mache zwei, drei, vier, fünf Positionen in Folge in den laufenden Markt und lasse den Stopp immer bei
beispielsweise minus 10 oder minus 20 Punkten, also bei dem Initial Stop, dann häuft sich das Risiko ja auch an. Dann wird es größer. Und das ist ja nicht Sinn der Sache im Trading. Man möchte ja das Risiko klein halten und deswegen setze ich im Daytrading mein Kapital auch immer nur kurze Zeit den Marktkräften aus und bin nicht der Swing Trader, der hier über Tage auch Overnight Gaps in Kauf nimmt und so weiter. Das ist alles nicht meins. Das muss aber jeder für sich wissen. Da gibt es genug andere Marktakteure, die damit Erfolg haben und die das hier entsprechend auch in JFD-Webinaren darstellen. Aber es ist halt nicht meins und ich kann ja hier nur das zeigen, was ich praktiziere und das ist eben dieses kurzfristige Einsteigen in den Markt an prägnanten Punkten und Marken und das Ganze meistens auch manuell. Denn das ist sicherlich auch eine Frage im Chat. Ich kann da nicht hell sehen, aber so ein bisschen aus dem Trading Room partizipieren, dass dafür Fragen kommt. Das ist oft die Frage, warum ich mir nicht vorab an solchen Marken Limits lege. Die Antwort ist ganz einfach. Ich weiß ja vom Momentum her nicht, ob so eine Trendlinie hier bricht. Die hat sie punktgenau gehalten. Ja, und das kann ich ja vorher nicht orakeln. Ich ziehe den Stopp auch noch mal ein Stück weiter nach. Da sind wir jetzt wieder bei 10, 11 Punkten, die wir hier abgesichert haben. Immer noch mit Ziel, dass wir hier unten hinlaufen und gegebenenfalls mit Schmackes, wie man so schön sagt, durchbrechen. Dann wäre das auch eine schöne Sache. Ansonsten sind wir wieder raus mit einem kleinen Gewinn. Aber diese kleinen Eichhörnchen, die kleinen Gewinne, die summieren sich ja dann auch über den Tag hinweg verteilt. Ja, zum Live-Trading rum zurückblickend, der findet immer, also für jeden Tag findet ein Trading statt und ein Webinar mit JFD oder mehrere sogar, also der Long oder Short am Morgen zur DAX-Eröffnung, der nachmittags die Eröffnung der Wall Street und dann eben Dienstag und Donnerstag von mir geleitet zwischen 10 und 11 Uhr, also auch morgen der DAX, das DAX Live-Trading und da zeige ich dann nicht nur Pyramiden, sondern alle möglichen Dinge auf, die mich so beschäftigen. Da reden wir auch über verschiedene Aktien und da darf auch gerne hier sich ausgetauscht werden über die Marktstände abseits von DAX. Das ist immer sehr, sehr spannend und das hat der Markus hier ganz nett ins Leben gerufen. So, mittlerweile sind wir bei 100 Punkten Buchgewinn angekommen. Jetzt ziehe ich den Stopp entsprechend eng nach, denn wir sind in der potenziellen Unterstützung, die ich hier eingezeichnet hatte, also die spezifiziert wird durch den ersten Peak 20 Uhr, der zweite Peak, der vorhin stattfand, als ich mich so ein Stück weit verquatscht hatte über die mangelnde Bandbreite hier, den MetaTrader getuned und auch mit dem Thilo gequatscht, der jetzt leider nicht mehr dabei ist und der das Ganze nicht nach miterleben kann. Im Nestec ist das Spannende, ob wir hier wirklich auf die Barriere, auf diesen Ausbruch aufsetzen, denn darunter könnte es durchaus haarig werden im Sinne von bärisch, also da könnten einige Bären das Kostüm, was jetzt seit Wochen im Schrank hängt, wieder rausholen und sich anziehen, denn hier unten ist richtig Platz, möchte ich fast meinen. Ich switche, wenn es soweit kommt, auch in die größerfristige, längerfristige Zeitebene mal rein, um das mal genau zu beleuchten. Hier sind wir, wie gesagt, hier genau an diesem Peak rangelaufen, sind hier noch nicht durchgebrochen. Das könnte jetzt eine Gegenbewegung geben. Wie hoch die wird, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber ich habe jetzt den Gewinn hier entsprechend abgesichert. Ich muss mal hier reingucken. Jetzt sind es an Punkten. Der Stop-Loss ist bei 11, 711 und bei 190 sind wir rein. Also 80 Punkte Gewinn sind hier abgesichert mit diesem Trade. Da mache ich auch gerne nochmal einen kleinen Screen, falls ja doch im Nachgang eine Frage kommt, wo war der Einstieg, wo war der Ausstieg und solche Dinge, dann möchte ich die über meine Kanäle noch entsprechend hier teilen und für Unterhaltung sorgen. Und dann würde ich die auch nochmal zeigen, sehr gerne, Chris, wenn das okay ist für dich, wo man sich hier täglich die Inspiration abholen kann. Also Ich lasse ganz kurz, ja, auf jeden Fall, André, ich wollte nicht interrupten. Trading Room Link habe ich übrigens reingeschossen gerade mal. Ansonsten auf jeden Fall schaut euch mal, wo Andreas da immer zugegen ist und mit dem nachträglichen Screenshot, da bin ich natürlich gern bei dir. Da kurz mal Frage aufgegriffen hier vom Christian. MetaTrader hackt ständig. Das kann eigentlich jetzt nicht unbedingt an der Ausführung liegen. Vielleicht hast du einen falschen Broker. Ich weiß nicht, über wen du handelst. MetaTrader ist ja, sag ich mal, die Handelsplattform, die wir auch nutzen, neben Guidance und auch noch ein, zwei weiteren, die in der Pipeline stecken. Da einfach mal gucken, ob das jetzt eben tatsächlich am MetaTrader liegt oder eben am Broker. Bei uns hackt es in der Regel nicht, wenn der MetaTrader hängt, kann das manchmal aber auch an den
Inhalt liegen, beziehungsweise an den Indikatorenüberladungen oder eben auch an der Charthistorie, die man dann immer mit einlädt. Also da, Christian, gib mal Feedback, wo du überhaupt deinen Broker hast. Ansonsten Ton mittlerweile top. Feedback ist reingekommen, Andreas. Aber der Markt geht jetzt wieder genau in deine Richtung, wirklich punktuell stark, was du hier wieder absolviert hast. Jetzt bricht er auch durch. Insofern neben den Social Medias, wo du gleich nochmal zeigst, was geht ab? Ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann habe ich zu früh den Screenshot gemacht. Den können wir ja gerne nochmal nachzeichnen. Und was mir wichtig ist, hier mit ins Spiel zu bringen, ich hatte ja vorhin die ersten Bewegungen gehandelt hier im Live-Trading. Und was ich auch frühest immer gerne sage, ist, Leute oder du, wenn ich jeden jetzt persönlich ansprechen darf, du überstrapazier das Konto bitte nicht. Also handel auch mit kleinen Sizes erstmal, um so eine Wohlfühlgröße reinzukriegen, um auch quasi so ein Gefühl für den Markt zu bekommen. Jetzt bin ich hier bei 100 Punkten Buchgewinn, die ich abgesichert habe. Und man sieht ja hier an der Historie, dass auch wenn man hier 0,7, das ist nicht mal ein ganzer CFD, mit dem ich hier handle, weil natürlich, also nicht, weil ich irgendwie Angst habe, dass das Konto zu stark schwankt, sondern weil ich letzten Endes ja auch über meine Worte nachdenken muss, weil ich hier mit Präsentation rumhantiere und auch noch mit einer kalten Lötstelle hier einen Finger in der Internetdose habe, damit die Übertragung gewährleistet wird. Also es gibt viel zu tun, wenn man ein Webinar hält, und da muss man natürlich nicht hier mit 5 oder 10 CFDs hier gleich an den Start gehen. Und dennoch, trotz der geringen Size, sieht man hier, dass man hier bei mit so einem Trade bei 100 € landen kann. Und das zweimal am Tag gemacht, und der Monat ist durch, sage ich mal. Ja, das ist jetzt kein Hexenwerk im Sinne von, man muss sich auf den Kopf stellen und irgendwie jahrelang studiert haben. Nein, studiere nicht, nur diszipliniert und erfahrungsschatzmäßig fokussiert sein. Ja, und dann kann man solche Situationen genauso, wie wir es tun, hier beurteilen und dann entsprechend seinen Ertrag aus der Situation herausschlagen. Ja, der Nasdaq ist jetzt genau an der Schwelle, wo er wieder abprallt. Das heißt, für den Dow ist die Frage, kommt der nochmal über die Linie oder nicht? Ich wäre jetzt hier auch gewillt, noch aggressiver ranzuziehen, denn ich möchte von einem Gewinn, den ich einmal mir hier erarbeitet habe, nie zu viel abgeben. Also da bin ich dann auch geizig, sage ich mal. Und es kommt noch hinzu, dass der Markt hier vom Kurslevel knapp über 27.000 jetzt hier im Tief stand. Das Tagestief war bei 26.900 und um die 40. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Marke, wo er hinlaufen könnte. Aber bei runden Magen gibt es öfters mal hier eine Gegenbewegung, und die sehen wir jetzt auch gerade. Und da möchte ich bei der Gegenbewegung natürlich, wenn sie weiterläuft als 20, 30 Punkte, hier nicht drinne sitzen in der Position und vom Gewinn dann vielleicht 50% abgeben. Also das ist nicht mein Stil. Jetzt bin ich auch schon ausgestoppt mit, kann ich nachher mal gucken, wie viele Punkte das waren am Ende hier bei 80 ausgestoppt, und rein sind wir bei 27.190, also 110 Punkte. Und wie man auch davor hier in der Historie sieht, waren die Trades im Plus. Und zum Warmmachen hatte ich schon vor der Fed hier ein paar Trades gemacht, die dann mit einem Take Profit rausgegangen sind. Also auch das Instrument ist mir bekannt, und ich nutze es durchaus an interessanten Chartmarken, dass ich hier mit einem Take Profit arbeite letzten Endes. Und wenn es dann weiter runtergeht, so what? Man kann immer neu einsteigen. Das ist ja auch das Schöne bei diesen engen Spreads, die man hier bei JFD hat, dass man nicht zehnmal nachdenken muss, steige ich neu ein, lasse ich mich ausstoppen, lasse ich lieber den Trade, wo ich gut reingekommen bin, ewig laufen, sondern vor dem Gesichtspunkt von den Kosten ist es einfach überhaupt kein Entscheidungskriterium her, dass man sagt, es ist so teuer rein und raus. Früher habe ich mir das überlegt beim Sparkassen-Telefonhandel, ob ich hier die 40 D-Mark in die Hand nehme und den Telefonhörer in die andere, um hier aus einer Aktie auszusteigen, um dann eine Stunde später anzurufen und wieder in dieselbe Aktie neu einzusteigen. Aber hier macht das wirklich so gut wie gar keinen Sinn, bei den paar Cent, die man dann in der Positionsgröße zahlen muss an den Broker für die Bereitstellung dieser super Kursversorgung, dass man hier lange nachdenkt. Ja, also einfach an den Marken extrem sein Setup durchziehen, seinen Stopp auch nah an den Markt ranziehen. Wenn man ausgestoppt wird, kann man jederzeit wieder neu einsteigen. Da hat man überhaupt keine Beweggründe, hier das Ding auf die lange Bank zu schieben. Ja, ich war bei meinem Social Media Kanal hängen geblieben. Der sieht so aus, und der heißt wie ich.
Andreas Bernstein at bernecker1977.de. Und wenn man dieses bernecker1977.de anklickt, auf meinen persönlichen Blog kommt, wo man natürlich auch sieht, dass ich hier mit JFD handle und verschiedene Live-Trading-Erfahrungen habe, sieht man gleich oben rechts den täglichen DAX-Ausblick. Und da kannst du dich ja auch nochmal eintragen und deine E-Mail bekommst dann jeden Morgen eine E-Mail von mir oder eben über die Research-Seite von JFD, die ich hier auch nochmal gerne ins Bild bringen möchte. Hier ist die normale Webinar-Seite, wo man die ganzen die Welt sieht und unter Research unsere Experten, da sieht man dann schön aufgelistet, wer hier alles tätig ist und unter ganz unten, das ist natürlich nicht alphabetisch gemacht, ich habe mir von meinen Eltern her schon eine gute Voraussetzung geschaffen mit dem A im Vornamen und jetzt mit dem Nachnamen, dem B, aber trotzdem bin ich noch nicht nach oben durchgekommen, aber vielleicht irgendwann die Hoffnung stirbt. Das, mein Lieber, hatten wir schon das Thema, das Beste zum Schluss heißt es hier. Das Beste zum Schluss. Und zum Schluss war vielleicht auch nochmal der Blick auf das, was ich hier heute Morgen spezifiziert habe, beziehungsweise gestern. Gestern hatte ich ja schon hier im DAX an der 12.850 orakelt. Wenn hier die Trendlinie bricht, dann kommt es zu Abgaben. Das ist gestern auch sehr hart passiert. Also wir sind da wirklich vom Start weg nach unten weggebrochen. Und jetzt steht hier dieser DAX-Trend seit Mitte Mai zur Debatte, den wir heute, ja, ich habe noch nicht die Analyse fertig, die schreibe ich meistens morgens in der Morgensonne sozusagen mit einem Espresso in der Hand. Hier müssten wir aber laut Adam Riese genau drauf liegen. Also es wird spannend. Morgen Kampfbulle gegen Bär im DAX. Verpasse es nicht, komm um 10 in den Trading Room und dann werden wir das, was wir heute für den DAU angewendet haben, mit Zonen, Linien und schnellen Trades auch auf den DAX anwenden. Ja, der DAU erholt sich hier, also es war völlig in Ordnung, hier auszusteigen. Auch die zwei Trades davor, wo der Stopp eng nachgezogen wurde, muss man sich nicht ärgern, dass man hier ausgestiegen war. Das waren ja auch Short Trades, die hier in einem viel größeren Verlust den ersten hätten verursachen können. Und beim zweiten, gut, da wäre man besser rausgekommen, aber im Nachgang betrachtet ist alles in Ordnung, alles nach Setup gelaufen und der Nasdaq hat wirklich hier sein Ausbruchslevel einmal getestet, ist nicht runtergefallen. Bisher, wenn er es jetzt in der letzten Handelsstunde tut, dann ist das für mich nochmal eine Möglichkeit, hier reinzuschorten und vielleicht nochmal zur runden 10.000 zu laufen. Doch das möchte ich jetzt hier nicht im Webinar, wir sind ja schon mit der Zeit schon wieder fast rum, ausführen, sondern vielleicht noch ein paar Fragen beantworten zum Ende. Dafür ist immer noch Zeit. Super, Andreas. Also ich muss sagen, mustergültig, Chapeau an der Stelle. Also es war heute wieder ein Fahrplan, wo ich sage, also Content ohne Ende. Liebe Leute, ich würde mich da auch echt freuen, wenn ihr dann Andreas unterstützt, uns auch mal Feedback nochmal zu teilkommen lässt. Also unabhängig des Tons, des Hackens am Anfang, war das natürlich wieder mal eine absolute Glanzleistung. Also Hut ab an der Stelle. Im Übrigen auch ein Feedback vom Lars, also jetzt nicht von unserem CEO Lars Gottbeck, sondern von einem anderen Lars. Aber Lars, also unser CEO, würde es auch natürlich gut heißen, was der Andreas hier abliefert. Letztlich aber hier eben die Aktivität, dass du während des Webinars sozusagen auch ein Live-Konto handelst. Und das ist ein Live-Konto, wie gesagt, ist wirklich ganz großartig. Das ist wirklich top, muss ich sagen. Das machen auch nicht viele, auch verständlicherweise. Da muss man wirklich den Hut ziehen. Ich weiß auch um selber meine früheren Trading-Aktivitäten, wo ich auch im Live-Chart gehandelt habe. Das ist eine Herausforderung und das leistest du in Anführungszeichen nahezu täglich im Trading Room oder eben bei solchen Events, Andreas. Also wirklich Hut ab, also ganz großen Respekt durch den ETA. Und ansonsten zu den Fragen gibt es noch eine und zwar in Sachen deiner Strategiebeschreibung. Dann haben wir noch, also insofern, dass du praktisch das System nicht wirklich erklären kannst oder sozusagen, besser gesagt, mit festen Regeln arbeitest. Also das heißt, du könntest dein System nicht wirklich erklären oder besser gesagt mit festen Regeln aufschreiben oder doch, Fragezeichen. Jetzt mal so direkt aus dem Trading-Skill-Faktor heraus, hast du ja vorhin sozusagen dargelegt, wie du so vorgehst, aber irgendwo dann eben doch intuitiv und aus Erfahrung heraus deine Position schnitzt und gestaltest. Und da zielt jetzt, glaube ich, mal die Frage ab und der Markt fällt weiter. Grandios. Ja. Also ich habe hier nicht, also wenn ich wirklich sagen könnte, Schablone A, das passiert und dann mache ich es so, dann könnte ich das Ganze natürlich auch in automatisiertes Handelssystem hineinpressen, programmieren lassen und würde mich zurücklehnen und der Markt handelt das. Aber da der Markt letzten Endes ja sehr dynamisch ist und zum Beispiel solche Dinge wie eine Korrelation, ich hatte ja vorhin kurz den Goldpreis. Der Goldpreis ist normalerweise korreliert eher negativ mit dem Aktienmarkt intraday, ganz oft, aber eben nicht täglich. Und heute sieht man, der Goldpreis ist nach oben nach der FED-Zinsentscheidung, der Aktienmarkt auch und dann ist der Aktienmarkt gefallen. Und im Goldpreis passiert
gar nichts so. Und da funktioniert es dann wieder nur stückweise, aber nicht durchgängig. Und das sind lauter solche Dinge, wie zum Beispiel in einem Trendmarkt versuche ich dann eher die Trendbrüche entsprechend zu handeln. Aber in einem Seitwärtsmarkt, da gibt es kaum Trends, da versuche ich dann Unterstützung und Widerstände zu handeln. Und um das erstmal rauszufinden, was sich vielleicht beim DAX in der ersten halben Handelsstunde schon herausstellt, haben wir einen Trendmarkt oder haben wir einen Range-Markt, ja, und mit wie agiere ich dann, ehe ich das quasi herausgefunden habe und dann das entsprechende programmierte Handelssystem dazu starte, da ist schon viel zu viel Zeit vergangen, deswegen verlasse ich mich da auf meine mittlerweile 25-jährige Erfahrung an den Märkten und kann das natürlich weitergeben. Also du sprichst vielleicht das Thema Coaching an. Das ist möglich bei mir in Corona-Zeiten natürlich nur virtuell. Also da sitzen wir nicht mit 1,50 Meter Abstand am selben Schreibtisch. Davor schon, wenn Corona vorbei ist, auch gerne wieder. Aber ansonsten virtuell Coaching ist jederzeit möglich. Solche Dinge, da kann man den Erfahrungsschatz weitergeben. Und vor allem kann ich auch mit meinem Erfahrungsschatz auf deine Trades, auf deine Transaktionen schauen und vielleicht das ein oder andere Rädchen finden, wo ich sage, das würde ich aus meiner Sicht optimieren. Zum Beispiel solche Sachen wie Stop-Management. Ich habe neulich jemanden gecoacht, der hat zum Beispiel gesagt, ich werde sowieso so oft ausgestoppt, ich lasse den Stopp einfach weg. Ja, super. Bei 9 Trades hat es funktioniert und beim 10. hat er die ganzen Gewinne, die er angehäuft hat, von den vorhergehenden Handelstagen wieder aufgefressen, weil eben dann eine Mega-Welle am Markt kam von 600 Punkten im Dow Jones und dann war alles weg ohne Stopp. Ist man eben dann doch am Ende verloren. Also das sind so Sachen, wo man jemanden den Zahn einfach ziehen muss und wo man als Externer das viel, viel einfacher hat als derjenige, der jeden Tag in seiner kleinen Welt, in seiner kleinen Blase sitzt und immer wieder handelt. Das ist wie mit dem Rauchen, wenn der Partner sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu rauchen, dann gibt es abends kein Schnitzel mehr oder dann tue ich das Fernsehkabel dir wegnehmen, dann kannst du kein Netflix mehr gucken. Also wenn da irgendwie Druck von außen kommt oder Motivation von außen positiv formuliert, beim Sport ist das ja auch so eine Kenngröße, wenn einer jemanden zum Fitnessstudio mitnimmt, dann kommt der einfach häufiger zum Sport. Ganz normal, als wenn er einfach alleine ein Abo bei McFit machen würde, weil dann hat man so viele Ausreden, oh, heute gehe ich nicht hin, heute juckt mir der Fuß, heute ist das Wetter schlecht, heute habe ich keinen Parkplatz gefunden und, und. Ja, deswegen zusammen ist es immer einfacher und deswegen kann ich meine Erfahrung gerne weitergeben. Ich kann sie auch ausdrücken, deswegen gebe ich auch diese Live-Trading-Rooms, um es quasi zu streuen, was ich hier für Gedanken habe und weil mir der Austausch natürlich auch extrem wertvoll ist, sonst wäre Trading auch ein extrem einsamer Job, wenn man sich nicht austauschen würde und wir Menschen sind natürlich Rudeltiere, aber ich kann es nicht auf einen Zettel schreiben und sagen, wenn A, dann B. Also das ist bei meinem Handelsstil nicht möglich. Ich hoffe, die Frage ist umfassend beantwortet worden. Also absolut. Ich denke mal, da bleiben keine Fragen offen, beziehungsweise dir die Spucke im Mund weg. Also sozusagen alles erklärt. Der Link für den Trading Room, Christian, hat das Webinar schon verlassen. Das sollte aber, also Namenswörter von mir in dem Zusammenhang, Christian, gibt es auch ein paar. Hatte ich allerdings vorhin in den Chat schon reingehauen, damit ihr da den Andreas live erlebt. Also das Lob ist außerordentlich groß, verständlicherweise, Andreas, aber wieder mal wirklich abgeliefert. Auch der MetaTrader-Beschwerdekandidat von vorhin hat das Webinar verlassen. Er fühlt sich vielleicht angegriffen, weil es eben kein JFD-MetaTrader war, sondern wahrscheinlich doch ein anderer. Wollen wir uns nicht aufhalten dran. Ansonsten, Christoph, ein bisschen eine fundamentale Frage, aber hier kann ich dir sagen, es geht um die Verlustrechnungsgrenze beziehungsweise die Änderung vom Einkommensteuergesetz ab 2021. Großes Thema. Da kannst du vielleicht auch noch kurz was sagen, Andreas. Ansonsten muss man hier auf das Durchführungsgesetz warten, was noch kommt. Und ich darf schon mal vorweg checken, wir arbeiten bei JFD hier auch an einer Lösung. Neben den Lösungsideen, die es jetzt auch so schon am Markt gibt, im Rahmen der Geschichte, ist das natürlich etwas, was uns ab 2021 sicherlich ja, beschäftigen wird. Wir, wie gesagt, bei JFD haben ja auch für unsere Kunden da schon eine Idee skizziert, wie das konkret aussehen wird. Dazu dann mehr, wenn es wirklich konkret wird. Aber ansonsten muss ich ganz klar sagen, ist das sicherlich ein Thema, was interessant wird für die Branche. Hast du da vielleicht noch kurz, bewahren Sie dennoch Ruhe, ist das ein Thema? Ja, also für mich ist das ein Thema, was immer wieder an mich herangetragen wird, aber von mir, vom Inneren heraus kein Thema ist. Also weil erstens ist es noch nicht so weit und zweitens, wie du schon sagtest, die Branche ist in heller Aufregung. Es gibt einen CFD-Verband, es gibt eine Riesenbankenlobby und, und. Also ich denke, da wird es immer Mittel und Wege geben und wie Karl Marx schon vor mittlerweile 200 Jahren, knapp 200 Jahren sagte, Kapital ist halt ein scheues Reh. Also da findet sich immer ein Weg,
wie das Kapital dann weiter floriert und wie es quasi in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Also ich mache mir da gar So keine ist Sorgen und ich vertraue auch ein Stück weit darauf, dass du mir dann bis zum Jahresende die Lösung präsentierst. Na, also da, wie gesagt, ist es tatsächlich so, da muss man wirklich erstmal nicht in Panik geraten und warten wir mal eben auf das, was kommt. Sicherlich haben die Politiker und auch die, sage ich mal, Entscheider momentan noch ganz andere Probleme und werden sie wahrscheinlich die nächsten 6 Monate auch haben. Aber das, was da eben über den Jahreswechsel verabschiedet wurde, das kennt man ja von den Lenkern und Denkern, dass da sozusagen während der, sage ich mal, berichtsarmen Zeit beziehungsweise ohnehin nicht dem der Aufmerksamkeit der Medien und der politischen Entscheidung dann eben solche Dinger durchgeboxt werden. Aber da wollen wir uns jetzt einfach mal nicht so dran festbeißen. Auf jeden Fall großes Feedback. Wir haben einige neue Kandidaten dabei gehabt, wie den Steffen, den Peter, die sich hier wirklich bedanken und den Respekt drüber streuen und auch häufiger vorbeischauen. René, ganz kurz an der Stelle, YouTube-Aufzeichnung vom Live-Trading Room gibt es nur für die, die angemeldet sind. Das ist tatsächlich etwas, was wir ein Stück weit exklusiv halten. Wo wir auch überlegen, wie wir das im zweiten Halbjahr noch ein Stück weit feiner für euch machen als Marktteilnehmer. Wie gesagt, der Andreas ist da Intraday zwei, manchmal dreimal die Woche auf jeden Fall am Start. Aber das werden wir so ein Stück weit auf die Schiene setzen, um das noch interessanter zu gestalten. Aber da gibt es eben keine Aufzeichnung offiziell oder hin und wieder werden wir eine streuen, aber nicht so, wie wir das jetzt eben hier beim Live-Event machen, sondern der Trading Room ist da schon ein bisschen exklusiv. Also insofern scheu dich nicht da anzumelden, weil dann bekommst du auch die Aufzeichnung, wenn sie denn gemacht werden, auf jeden Fall in einem sozusagen gesperrten Bereich, beziehungsweise eben nur für registrierte Kunden. Jetzt gehe ich nochmal kurz die Liste durch. Gut, klar. Also Matthias an der Stelle, Indikatoren sind wie gesagt immer nur Krücken vom Preis selbst. Ich bin selbst der Rainbow Trader Fan, habe da eben manchmal so eine Art multiple kleine Durchschnitte, die man eigentlich dann auch irgendwann ausblendet. Aber da hat jeder so seine Trading-Stile. Aber ob man natürlich dazu dann noch ein RSI, ein MACD, eine Stochastik, ein Bollinger-Bänder oder noch 5000 andere Sachen einbaut, das sei mal dahingestellt. Und das lieben wir aber auch an Andreas, weil er eben im Prinzip mit den schlanken Candlesticks, ich sag mal dann auch mit ein paar simplen Linien, sozusagen Bleistift, Winkel und Dreieck da agiert und hier einfach seine Linien zieht und da eben ganz simpel Trades ableitet und eben mit seinem Risk Management, Money Management und eben dem Instinkt, den er sich während der letzten Jahrzehnte aufgebaut hat, hier am Markt sozusagen die Pips oder Punkte raus skalpiert. Das ist natürlich wirklich eine Kunst und das muss man sich aneignen. Insofern auch, Andreas, sehr gut, dass du da auch nochmal angesprochen hast. A, dein Newsletter zu abonnieren oder dich als Coach anzusprechen. Ansonsten ist nämlich hier der alleinige Weg sicherlich manchmal steinig. Ansonsten können Sie, wie gesagt, immer bei uns reingucken. Content, Webinare, Workshops. Wir hatten die letzten 2 Monate auch schon eine schöne Webinarserie, wo wir auch ein Stück dran feilen, dass wir sowas ausbauen. Also seid ihr hier auf jeden Fall gut aufgehoben. Jetzt haben wir schon gut 1,5 Stunden rumgebracht, Andreas. Wie ist es bei dir? Der Markt gibt ja noch was her, beziehungsweise das ist dann etwas, was man im Nachgang vielleicht lesen kann, wenn du dann doch noch eine Session machst. Aber du hast sicherlich heute auch einen langen Tag und du hast eigentlich das Ganze mit Bravour gemeistert. Die Blumen habe ich schon durch den Ether geschickt von mir, von unseren Teilnehmern. Insofern würde ich sagen, können wir so langsam, aber sicherlich, sage ich mal, was hast du vorhin gesagt, den Lötkolben, den Lötfinger aus dem Stecker, aus der Steckdose ziehen. Der war echt mega. Aber in dem Ja, Zusammenhang. irgendwie sowas. Aber man muss halt, wie ich schon sagte, man muss flexibel bleiben am Markt. Und ich hatte ja die Marken unten skizziert, vor allem im Nasdaq. Da sind wir so leicht runtergerutscht unter das Ausbruchsniveau. Und seitdem haben wir uns da stabilisiert. Und beim Dow, und da ist mir auch hier gerade wieder einer reingerutscht. Hallo. Beim Dow ist es so, wenn halt eine Unterstützung gebrochen wird, ja, man kann reingehen. Wir sind ja, haben uns ausstoppen lassen. Aber wenn es dann wieder nach oben geht, dann sollte man auch so mutig sein und sagen, okay, vielleicht will der Markt doch nach oben, nochmal in der letzten halben Stunde, und da muss man aufspringen. Und auch hier bin ich der dann immer unter die Kerze davor seine Stops positioniert. Und ich blicke so ein bisschen mehr auf die Nasdaq, wobei ich die heute noch gar nicht gehandelt habe, denn da sind mir die Sprünge in den einzelnen Kerzen, also in der 1-Minuten-Kerze habe ich hier ja Sprünge von 10, 15 Punkten, die sind mir dann doch zu heftig, als dass ich hier im Minutenchart aktiv werde. Da halte ich es dann doch lieber mit dem Dow Jones. Aber wenn der Nasdaq hier das Allzeithoch zum Handelsende, und genau danach sieht es aus, hier
reinbringt, dann stehen die Marken oder quasi die Trends ja weiter aufwärts gerichtet da. Und dann heißt das ja nichts anderes, als dass die End-of-Day-Trader hier sagen morgen, ach, so eine Amazon, ich bin die ganze Zeit hinterhergerannt oder so eine Apple, jetzt kaufe ich sie halt doch. Beziehungsweise die Shorties müssen halt irgendwann covern. Also es gibt genügend Trader und da braucht man nur in verschiedene Foren zu schauen, ob die jetzt hier mit A beginnend Arriva heißen oder bis zu W oder Z Wall Street Online sonst wo, die sagen, das muss ja allein vor dem wirtschaftlichen Hintergrund jetzt fallen. Ich gehe jetzt short, das kann nur fallen. Und die dann quasi versuchen, dem Markt ihre Meinung aufzuzwingen. Doch der Markt lässt sich keine Meinung aufzwingen und ich versuche mich trotz allen Wissens, was ich so in mich einsauge an News und an Nachrichten, versuche ich mich davon trotzdem in der Handelsentscheidung selbst zu lösen und nicht mit einer vorgefertigten Meinung mich hier an den Desk zu setzen und zu sagen, so, jetzt ist der Export, wie zum Beispiel gestern im DAX, jetzt sind die Exportzahlen so schlecht gewesen, jetzt muss es aber nach unten gehen. Ich habe die, glaube ich, auch irgendwo mal aufgelistet, die Exportzahlen, die waren ja wirklich richtig schlecht in Deutschland und irgendwo hatte ich sie. Na egal. Der ist ja um 30% eingebrochen, der Export zum Quartal vor einem Jahr. Und das war der schlimmste Einbruch bei uns in Deutschland seit den 50er Jahren. Und dennoch ist der DAX jetzt irgendwie nicht 10% gefallen. Ja, und wer darauf setzt, dass nach solchen Zahlen dann die Kausalität einsetzt, dass der Markt auch so stark um 30% einbrechen muss, der ist dann einfach auf dem Holzweg, denn der Markt interpretiert das oftmals anders. Und hier weiß man vorher eben nicht, was siegt. Siegt die Liquidität bei der Marktinterpretation oder siegen die Wirtschaftszahlen oder die Unternehmenszahlen? Ja, und dann kann man einfach nur letzten Endes darauf vertrauen, dass der Markt oder die Mehrheit der Marktakteure, der Markt, den gibt es ja nicht als Person, sondern es ist ja ein Zusammenschluss von Marktakteuren, von Leuten wie du und ich und noch ein paar Hedgefondsmanager, die für das Volumen und die Preise sorgen. Und wie die das interpretieren, das ist ja die Frage. Und da kann man ja nie in den Einzelnen reinblicken. Man kann auch nicht, es gibt manchmal so Sätze, ja, die Marktteilnehmer denken, es geht nach oben. Ja, hat man denn alle Marktteilnehmer befragt? Das ist ja immer Quatsch, so eine Formulierung. Man sieht halt nur, das große Kapital geht in eine Richtung. Ob das jetzt Einkäufer war mit Riesenvolumen und 1000 Verkäufer mit wenig Volumen, das sieht man ja nicht. Ja, das können genauso wie beim Nasdaq eben 5 Werte sein oder 6 Werte, wie bei dem Fang, die hier nach oben wegrennen und die anderen stagnieren alle oder sind sogar schwächer und trotzdem steigt der Gesamtindex. Und so läuft es auch mit Markt und das muss man einfach ganz objektiv auf sich wirken lassen und dann reagieren. Also das ganze Trading ist für mich nur eine Reaktion auf das, was auf der Preisskala passiert. Und das kann mir auch kein Indikator vorwegnehmen oder anders interpretieren. Das ist immer nur eine Ableitung vom Preis und Indikator. Und deswegen nutze ich die nicht, um auch diese Frage nochmal letztendlich zu beantworten. Wow, also das hast du heute wirklich, wirklich wie ein Fuchs gleichzeitig gemacht. Hier Georgi mit der interessanten Tatsache, Andreas ist ein Fuchs, macht auch mit dem Markus Gleiches, lässt reden und tradet selber. Also das ist schon wirklich immer ein Austausch. Wie gesagt, hier zeige ich weniger jetzt mein Trading, weil ich bin tatsächlich einer, der sich weniger Minutenchart aufhält. Da bist du wirklich eine Koryphäe, muss man an der Stelle sagen. Und dazu auch noch eine Frage, die Hami vorhin hatte. Du bist wahrscheinlich noch kein JFD-Kunde. Also bei uns arbeiten wir mit dem Kommissionsmodell. Das heißt, du hast hier die enge Spread sowohl am Devisen- als auch am Indexmarkt. Und wir haben hier pro Seite 10 Cent, die man hier mit dem vollen CFD sozusagen an Kosten aufbringt. Also An- und Verkauf sind dann 20 Cent. Roundturn nennt man das. Da hast du sozusagen, das ist der Kostenfaktor für ein CFD. Und ja, im Prinzip ist genau das, womit wir auch da das Geld verdienen, eben nicht an Preisschnippereien oder irgendwelchen Beschissereien oder Kundenverlusten. Das ist der Name JFD, Just Fair and Direct, ohne Inhouse-Handel oder gegen den Kunden, denn wir wollen eben im Prinzip profitable Kunden, weil nur wenn euer Geld bestehen bleibt, wenn ihr damit arbeitet, profitabel arbeitet, euer Konto wachsen lasst, dann handelt ihr auch entsprechend, könnt die Früchte ernten und wir sind sozusagen einfach euer Marktzugang. Intermediär stellen wir hier den Weg her von euch zu den Liquiditätsprovider, die euch übrigens nicht sehen. Die nicht sehen, wo ihr die Stops habt oder die Take Profits. Also ihr seid völlig anonym gegenüber dem Liquiditätspool und den Banken. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Alright, jetzt sind wir wirklich relativ groß. Du hast den Long, jetzt habe ich es gar nicht verfolgt. Ich habe nämlich links auf den Chat geguckt und Gerade durchgeklickt. raus, gerade raus. Auf Break-Even oder war das Stop-Loss ein kleiner? Waren, glaube ich, 6 Punkte oder so. Warte, ich kann ja nochmal reinklicken, wo wir hier unten waren. Waren hier 4,22 € oder umgerechnet 11 Punkte, 12 Punkte.
Ach, klein. Das ist ja auch immer, wie gesagt, verlieren gehört hier auch an der Stelle zum Geschäft. Du hast ja auch mal in einem der letzten Sendungen, wie gesagt, hast du ja auch dann positiv pyramidisiert und dergleichen. Hast da auch den Mut gehabt, immer mal wieder reinzugehen. Da ging es auch vorhin mit dem Recht haben, Recht wollen. Das war übrigens auch interessant, mal kurz eingestreut, so eine Weisheit, wo du dich hast aber nicht abschütteln lassen. Da hattest du, glaube ich, drei oder vier Verlierer in Folge und dann kam eben der One-Point-Runner, sag ich mal, den du dann auch noch positiv aufgebaut hast und schwupp, war eben hier am Ende die schwarze Zahl zugegen. Und in dem Sinne muss man ganz klar sagen, es kommt noch eine Sache, ja, Hami, gern geschehen für die Antwort. Wie gesagt, schau da bei uns rein. Wenn Broker eben hier komplett kommissionsfrei alles anbieten, dann, also alles ist eh schon mal in Frage zu stellen. Generell kann man natürlich hier so eine Mischkalkulation machen, dass man gewisse Sachen günstiger, preiswerter, wie auch immer gibt, aber alles umsonst, da muss man sagen, wie verdient denn der am Ende das Geld? Die Frage sollte sich an jeder stellen, wenn man hier zu solchen, sage ich mal, da fehlt mir jetzt die richtige Formulierung für diesen öffentlichen Kreis. Aber wenn man da eben, sage ich mal, einfach nur nach billig ist günstig oder billig kann was, sollte man hier wirklich auch ein bisschen auch auf die Qualität der Ausführung achten und eben dessen, was hinter dem Broker steht. Ansonsten, Moving Average, Andreas, du hast ja doch einen drin. Das wäre jetzt die letzte Frage und dann würde ich es auch für heute, glaube ich, langsam beschließen. Du hast ja schon gesagt, Indikatoren sind für dich jetzt überhaupt kein heiliger Gral. Dennoch wuppelt da so ein Moving Average rum und da ist hier die Frage, welcher das ist, den du da nutzt oder überhaupt eben Ah, nicht für dich. das ist der sogenannte Heilige Gral. Schon mal gehört? Manchmal Nein, schon. das ist die Standardeinstellung, die ich hier drin habe. Also nichts Besonderes. Die kann man einfach, man kann den ja hier so anklicken und dann sieht man, das ist der 40er. Also der EMA, der vorgegeben ist vom System, den habe ich auch nicht abgeändert und der ist im Grunde genommen nur für mich für eine Visualisierung, ob ich jetzt hier einen Trendmarkt habe oder eine Seitwärtsrange. Ich brauche die nicht, ich handle auch nicht den Abprall unbedingt, ich habe den einfach nur drinne. Hier war es mal eins von wenigen Beispielen, wo er genau mit der Trendlinie übereinstimmt, aber ansonsten zeigt er mir einfach nur an, ob der Markt wirklich in Bewegung ist oder nicht. Also der Markus mit C, der nutzt ja ATR, eine Average True Range, um zu schauen, wie die Schwankungsbreite ist. Und ich nutze dann eben hier so einen kleinen Durchschnitt. Und mehr Bedeutung hat das Ding auch nicht für mich. Ja, es ist gut. So hat auch jeder seinen eigenen Ansatz und eben jeder seine Methode am Markt, so den Markt zu filtern mit verschiedenen Möglichkeiten. Und am Ende des Tages sollte man es nie zu kompliziert machen. Alright. Andreas, wie gesagt, ich muss sagen, vielen Dank. War mir heute wieder eine Ehre. Ich hoffe, jedem Teilnehmer geht es auch so. Haltet uns treu in Erinnerung, bleibt uns als Kunden treu. Schrägstrich, wer uns nicht kennt, sollte uns testen. Ansonsten registriert euch gerne im kommenden Monat auch für die nächsten Action Points, die wir da ansetzen. Trading Room Link ist geshared. Da würde ich mich freuen, wenn ihr morgen dem Andreas da auch die Ehre gebt. Und ansonsten, ja, vielen Dank. Durch den Ether kam schon häufig rein. Andreas, ich würde sagen, toll gemacht. Komm schön in den Feierabend, Grüße aus dem Süden in den Norden und wir schließen uns eh nochmal bilateral kurz und dann würde ich sozusagen langsam den Offline-Schalter betätigen. Ja, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht wieder und das nächste Mal rede ich auch noch nicht wie ein Roboter, sondern wie ein Mensch. Super, muss ich sagen, jetzt zum Ende hin, es kann nur besser werden. Auch vorhin übrigens im Rahmen der Experten das Beste zum Schluss, Andreas. Ich habe den kleinen Seitenhieb schon verstanden, aber auf jeden Fall alles wunderbar. Insofern happy, happy, happy night. Kommt gut in den Abend, in die Nacht und wenn ihr mögt, hören wir uns morgen im Devisenradar oder im Trading Room mit dem Andreas wieder. Lasst es euch gut gehen. In dem Fall schönen Feierabend an alle, Andreas insbesondere an dich und bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.